Nur weil ich in der. Nicht Brudertag, du sagst immer Brudertag. Ja, das ist Little John. Er ist Little John, siehst du, er ist Little John, das ist noch viel besser. Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung und Hallo. Willkommen Hi. Zu einem, ich würde sagen, Let's Play Spezial Hoch mit zwei. Kron. Ja? Ja? Gar nicht, das ist Bruder Tack. Ich Stimmt. bin nicht Kron. Genau, genau. Er ist nicht Kron, nein, Bruder Tack. Ich bin Bruder Tack. Und Spezial, weil. Ja. Wir hier jetzt einen Fall von Die Abenteuer des Robin Hoods spielen, den ihr leider nicht spielen könnt. Nein, der ganz besonders ist, den Michael Menzel extra für uns geschrieben hat, oder besser gesagt für euch, muss man ehrlich sein. Er hat es für euch geschrieben, weil, ihr wisst ja, Robin Hood, das neue Spiel von Michael Menzel, Andor-Autor, ja, ganz heiß und neu. Und das Problem natürlich, man kann es nicht so richtig zeigen oder sollte es nicht so richtig zeigen, weil Spoiler. Ganz genau. Und deswegen kam Michael Menzel auf die hervorragende Idee, ja, dann schreibe ich doch einfach ein extra Szenario, damit die Jungs das spielen können. Und quasi, da wird halt was gespoilert, was es nicht zu spoilern gibt, weil dieses Szenario, ja, seid nicht traurig, das gibt's ja nicht. Dafür könnt ihr das Spiel jetzt halt kennenlernen, ohne dass dabei Dinge verraten werden, die in euren Abenteuern vorkommen. Und das ist halt das Tolle. Das heißt, wenn euch das Ganze jetzt anspricht, könnt ihr euch Robin Hood dann, sobald es jetzt rauskommt, halt dann selber. Und soll kommen jetzt. Wisst ihr, deswegen auch, ja, nicht wundern hier. Es ist ein bisschen anders. Es fehlt vielleicht ein bisschen. Genau, also die Leute, die jetzt schon gespielt haben, aus welchen Gründen auch immer, nicht sagen, was ist denn damit? Das genau. ist halt alles ein bisschen anders. Spoiler doch bitte auch in den Kommentaren einfach nicht. So. Ja, bitte Rücksicht für Spoiler. Ja, ich Rücksicht für Spoiler. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall hier schon auf den tollen Fall, der da auch heißt, der Jäger und die Krone. Also hört, hier hört. Schön klassisch geblieben. Und wer hätte das gedacht? Ihr könnt sehen, wir spielen es heute zu dritt. Generell kann man das Spiel natürlich 1 bis 4 Spieler spielen. Und wir haben es ja eben schon angedeutet, Bruder Tuck, ich bin Will Scarlet und natürlich darf Robin Hood... Ja, aber wir Bruder wissen noch Tag. Nicht genau, ob er, was er damit eigentlich anstellen will. Es ist keine Harfe, mein Freund. Es ist keine Harfe. Weißt Nein. du, wie man sowas bedient? Nein. Ja, genau. Aber ich sehe gut damit aus. Bitte, bitte. Deswegen sitze ich ganz weit von Robin entfernt. Ich werde nicht, die Pfeile werde ich einfach im Köcher. Euch steht das sehr ausgezeichnet. Ich finde, an dir ist so ein Henker verloren. Ja, genau. Bestimmt. Ich finde auch. Ich finde, er sieht aus wie ein Henker. Ja, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob Signalrot im Sherwood Forest eigentlich die richtige Bekleidung ist, aber Scarlet ist ja scharlachrot. Also, der Charakter musste natürlich ein bisschen was Rotes tragen. Von daher ist das alles passend hier zu unserem Szenario. Der Minnesänger ist rot in dem Spiel. Ja, ja, ja. Wir haben noch eine Sache, genau. die ganz toll auch noch ist. Ja, nämlich dranbleiben. Also, wir spielen jetzt erstmal. Und dann sprechen wir auch noch eine Runde mit Michael Menzel persönlich, dem wir so ein bisschen Fragen stellen zu diesem Spiel, wie er drauf gekommen ist. Und was jetzt so zu erwarten ist und ja, wie er zu diesem Sonderfall kommt. Und genau, also das heißt nach dem Spiel nochmal Michael Menzel im Gespräch. Aber jetzt geht's tatsächlich los. Jetzt geht's tatsächlich los. Wir werden die Box und das tolle Abenteuerbuch, was halt für das eigentliche Spiel verwendet wird, jetzt mal kurz zur Seite Jawohl. Räumen, hinter dir da ins Regal. Denn wir haben ja unser eigenes tolles Abenteuerbuch. Aber das alleine ist schon einfach. Aber vielleicht brauchen wir auch die Fitting. Na, da guck mal hier. Ja, Michael Menzel hat an alles gedacht. Auf der Rückseite dieses Buchs ist so eine Übersicht. Außer eine rote und goldene Bändchen. Ja, die Bändchen haben wir hier durch eigene Lesezeichen ersetzt. Aber ihr werdet sehen, dieses Buch, dieses Abenteuerbuch ist wirklich toll aufbereitet. Da geht man Seite für Seite durch, hat kleine Einlegebändchen, damit man sich safen kann. Wir haben jetzt hier Hunter und Kron Autogrammkarten als Lesezeichen genommen. Wir haben hier schon einiges vorbereitet, da wollen wir euch jetzt nicht mit langweilen, aber wir wollen natürlich den Flavortext, den es hier gilt, einzustimmen, uns in dieses Abenteuer mal zum Besten geben. Es herrscht eine seltsame Stimme im Sherwood Forest. Sie wurde nur hin und wieder durch das Klappern einer Lanze oder dem Rasseln eines Kettenhemdes unterbrochen. Denn die Wachen des Sheriff durchkämmten den Sherwood Forest. Obacht, also da ist so ein bisschen was los im Wald. Wir fragen uns natürlich schon, was machen die eigentlich? Zuerst glaubte Robin Hood und seine Freunde, dass der Sheriff erneut auf der Jagd nach ihnen, den Geächteten, war. Doch tags darauf berichtete ein fahrender Händler, dass die Wachen auf der Suche nach etwas anderem waren. Es hieß, der Prinz habe etwas äußerst Kostbares auf seinem Weg durch den Sherwood Forest verloren. Er selbst nannte es sein Kleinod. Was könnte das sein? Gold und Edelsteine? Teurer Schmuck? Was es auch immer war, bestimmt ließ es sich in etwas Essbares eintauschen.
wenn es ihnen nur gelänge, dieses Kleinod vor den Wachen des Sheriffs zu finden. Und jetzt auch unser Abenteuerziel. Ihr müsst das Kleinod des Prinzen finden, ehe die letzte Sanduhr vom bösen Ende entfernt wurde. Hm. Tipp, überlegt euch gut, wo ihr Hinweise auf den Verbleib des Kleinods finden könntet. Ja, das solltet ihr wirklich tun. Und jetzt beginnt auch unser Abenteuer. Eieiei, okay. Ja, ich fand es schon allein vom Aufbau her schon ganz schön bedrohlich. Ne? Also ihr seht hier, diese Figur ist nämlich der bedrohliche Guy von Gisborne, der eigentlich nichts anderes vorhat, als uns zu jagen. Das ist halt quasi die Nazgul. Die reiten hier hinter uns her, wollen uns einfangen. Jede Berührung ist tödlich gefühlt. Nicht ganz, aber vielleicht und kommen wir noch dazu. Wir haben jede Menge Wachen, die hier rumhängen. Ja. Hier, da, ja, und wir haben jetzt ja keine große Regelerklärung für euch. Das heißt, wir erklären euch jetzt, während wir spielen, was hier eigentlich so passiert. Und ein Hauptmechanismus ist eigentlich, dass unsere Figuren, seht ihr hier, die stehen alle so im Schatten. Mhm. Was heißt, dass wir erstmal im Sicherheit sind. Schatten ist immer gut, weil die Wachen können uns da nicht verhaften. Wenn wir aber am Ende eines Zuges eben quasi im Freien stehen und da ist eine Wache, dann werden wir von denen einkassiert, gefangen genommen, müssen uns dann erstmal wieder befreien. Nee, ja. Ja. Eine zweite Besonderheit von dem Robin Hood-Spiel hier ist, es gibt keine Spielfelder, so in dem Sinne, wie man das vielleicht sonst von so Spielplänen kennt. Ja, es gibt zwar diese Lichtungen genannten Bereiche, also seht ihr immer, es gibt so Schattenbereiche, kommt wieder ein Lichtungsbereich, das ist relevant für das, was Hunter gerade angesprochen hat, für das Verhaftetwerden von Wachen, aber man bewegt sich hier tatsächlich mit solchen... Ja, à la Tabletop, ja, man hat kleine Marker. Ja, zum Beispiel, so ein bisschen. Genau. Ja, man hat wirklich so Fortbewegungsmarker, einen schnellen, zwei normale und die legt man an seine Figur ran. Ja, so irgendwie laufe ich wirklich, zack, zack, zack. Zack, und stelle ich am Ende dieser Kette, stelle ich meine zweite Figur, dann räume ich alles andere ab und dann habe ich mich dahin bewegt. Und wenn ich dieses schnelle Bewegen spare, also wenn ich mich nur ein bisschen bewege... kann man sich ausruhen. Genau, kann man sich ausruhen, das ist schon ein Mechanismus, Kräfte sparen, dann würden wir so einen weißen Cube hier in den Beutel werfen. Was damit auf sich hat, das können wir dann später noch herausfinden. Auf jeden Fall, würde ich genauso halten. Ist gut, ja. Es gibt auch keine wirkliche Spielereihenfolge, die am Anfang klar ist, denn wir haben hier so einen kleinen Beutel vorbereitet. Da ist für die jeweilige Spielerfarbe eine große Scheibe drin und es sind aber auch zwei, ja, die nennen sich hier dunkle Ereignisse. Scheibe gibt es einmal in Violett und Rot. Je nachdem, wenn man das dann zieht, dann passiert hier sozusagen, oder ist das Böse hier im Wald aktiv? Und jetzt beginnen wir einfach dass eine Scheibe gezogen wird. Und wir schauen mal, was es für eine Scheibe ist. Robin Hood! Die können wir jetzt, klassisch ist wird es da hinten auf das Mühlrad gestapelt. Kannst du es stapeln, genau. Und jetzt bin ich quasi am Zug. Ich kann mich bewegen, ja. Und dann kann ich eine Aktion machen. Und eine Aktion gibt es auch eigentlich nur drei Möglichkeiten. Mhm. Ich kann nämlich entdecken. Entdecken kann man alles, was so eine Fragezeichen hat. Das muss man tatsächlich, es ist auch, finde ich, ein bisschen ein Suchspiel am Anfang. Erstmal muss man nämlich so ein bisschen gucken, was ist hier eigentlich? Und habt ihr das gesehen? Hier ist zum Beispiel auch so ein Spielplan. Hier ist auch so ein Fragezeichen, ein interessantes, so eine Ruine. Und haben wir denn überhaupt schon so einen Ansatz, mit dem wir vielleicht reden würden wollen? Und auch nicht denken, dass, ja gut, aber wenn die jetzt hier so ein Fragezeichen mit der 100 aufdecken, dann weiß ich ja, was das ist. Es ist ja gerade, da kommt dann jetzt auch dieses Storybuch eben zur Geltung, wo Michael Menzel uns ein eigenes Abenteuer geschrieben hat, weil im Spiel Robin Hood ist dann auch so, dass dieses Plättchen hat in jedem Abenteuer eine andere Bedeutung, weil da ein anderer Text, da kann was anderes stattfinden, dadurch, dass halt ein anderer Abschnitt im Abenteuerbuch dann der Nummer zugeordnet ist. Mhm. Ja. Und im Prinzip ist es unsere Herausforderung auch, wie es eben am Anfang im Text stand, wir müssen uns jetzt so ein bisschen entscheiden, welchen möglichen Spuren wir hier nachgehen. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass uns der nicht erwischt, weil das ist ziemlich unangenehm. Dann verlieren wir nämlich eine von unseren Bewegungs... dann ist man doch sehr eingeschränkt. Vor allem kann es auch gar nicht passieren, dass er einen noch einmal erwischt, weil man dann langsamer geworden ist. Im schlimmsten Fall kann er alle unsere drei Bewegungsmarker entfernen. Dann ist es sogar so, dass man oder diese Figur aus dem Spiel entfernt wird. Das Land verliert Hoffnung. Das ist auch einer der Hauptmechanismen. Wir haben hier unten eine Leiste, die gibt unsere Hoffnung an. Wir starten hier quasi bei 5. Sollten wir auf 0 Hoffnung gehen, ist jedes Mal, wenn sozusagen so eine rote Scheibe gezogen wird, wird hier so eine Sanduhr entfernt. Dann müsste man noch eine zusätzliche entfernen. Haben wir halt keine Sanduhren hier mehr auf unserem Buch liegen, dann ist das diese Story auch zu Ende. Ja. Wir können Hoffnung dem Land aber wiedergeben, indem wir quasi Wachen überwältigen oder auch Adlige und vielleicht auch bestimmte andere Figuren, die wir treffen, die können uns mitunter Hoffnung generieren. Hm. Aber in erster Linie versuchen wir quasi Adlige und Wachen zu überwältigen und das ist auch die zweite oder eine
der Aktionsmöglichkeiten, man kann überwältigen. Wir haben alle am Anfang jetzt schon einen Bogen, da haben wir hier auch so einen coolen Pfeil, mit dem kann man Wachen aus der Ferne überwältigen. Adlige kann man leider nicht mit dem Bogen bekämpfen. Man hat vielleicht auch eine Möglichkeit, noch ein Schwert zu finden. Problem ist, wie viele weiße Würfel haben wir denn jetzt schon? Wir haben in unserem Beute, das ist nämlich der Mechanismus, um zu überwältigen, zieht man bis zu 3 hier kleine Cubes raus und aktuell sind da jede Menge lilane Cubes drin und auch nur 3 weiße, also 6 lilane Cubes pro Spieler und 3 weiße und um eine erfolgreiche Überwältigung durchzuführen, muss man halt mindestens einen weißen Cube ziehen und man darf maximal 3 Cubes ziehen und diese Cubes, die kommen dann auch raus in den allgemeinen Vorrat und das ist dieser Punkt ganz wichtig, den wir hatten mit dem Ausruhen, nämlich wenn wir uns ausruhen, also wenn wir keine lange Bewegungsschablone hier nehmen, Figur, dann gibt es da wieder einen weißen Würfel rein. Weil ich hatte jetzt gedacht... Da oben der Lilane liegt, ist richtig? Das ist richtig, ja. Tatsächlich der, auch ein besonderer... Der kann noch mal reinkommen. Der wird noch mal ein bisschen schwieriger. Dann kommt noch ein zweiter Lilane. Also, zurück zu meinem Zug, ne? Weil ich muss mir jetzt Robin überlegen... Robin Verlockfleck, ja, mach doch mal was. Was stehen hier nur im Schatten herum. Ja, genau. Kannst du vielleicht nicht mit dem Typ... Genau, also ich hätte jetzt überlegen, nur als Möglichkeit, ich könnte natürlich versuchen, hier diesen komischen Bettler hier mal zu fragen, ob der über was über das Kleinod weiß. Ich könnte natürlich auch diesen Händler hier befragen. Händler kommen auch viel rum, Bettler und Händler. Ja, ja, ist nicht schlecht. Ich hatte kurz überlegt, ob ich eben auch, ich könnte natürlich auch hier runtergehen und einfach mal diesen Adligen hier umhauen. Problem, das war meine Frage, ist aber jetzt mit nur 3 weißen Cubes beim Spielaufbau, ist es ganz schön riskant. Wenn es nicht klappt, dann habe ich im Prinzip diesen Zug hier vergeudet. Deswegen werde ich jetzt hier, ich meine, guck mal, hier der Mönch, den könnte man auch fragen. Aber ich glaube auch der wirkt mir doch sehr, also ich würde jetzt mal diesen Bettler befragen, vielleicht hat der irgendwas gehört, der drückt sich da so in der Mauerecke rum. Genau, jetzt benutzen wir deine Dinger, du darfst natürlich, ja, man kann jetzt nicht einfach durch die Burgmauer hindurch marschieren. Ja, genau. Man muss jetzt schon, also es gilt für fast alles, was man auf dem Spielplan sieht, für Bäume, für Mauern, für andere Hindernisse, da kann man jetzt nicht einfach hindurch laufen mit seinen Mackern, sondern wie ihr seht, Hunter. Aber man darf sozusagen so die Ecken benutzen, diesen Burgturm herum. Ja, genau. Man darf die Ecken benutzen, sodass ich jetzt einfach hier quasi auf das Plättchen, ich muss halt das Plättchen erreichen mit einer Ecke. Das habe ich jetzt geschafft und tatsächlich ohne meinen langen, meinen schnellen zu benutzen. Deswegen kriegen wir jetzt einen Weißen, der uns dann hoffentlich beim Kämpfen helfen wird. Und jetzt steht hier einfach die 110 und genau, das kann ich alles abräumen. Ich habe meine neue Figur, die bleibt einfach da stehen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Im Originalspiel würdet ihr jetzt das große Abenteuerbuch nehmen und auf die jeweilige Seitenzahl gehen, 110. Dann wird abgeglichen, in welchem Kapitel Seite ist. Hier jetzt in unserem Fall, auch für, wenn ich das Buch hier weitergebe, geht es nicht um die Seitenzahl, sondern oben rechts ist quasi diese Ereigniszahl. Also oben rechts bin ich jetzt hier auf der 110. Und da steht jetzt auch im ersten Durchgang, denn das ist auch noch eine Besonderheit vom Spiel. Man kann das Spiel theoretisch in 2 Durchgängen oder theoretisch auch mehr spielen. Man spielt als erstes Durchgang 1. Das gibt auch das Wappen hier oben rechts an. Das ist auf Durchgang 1. Wenn man scheitern sollte im ersten Durchgang, kann man dieses Wappen da oben rechts umdrehen. Dann zeigt es eine 2 und dann steht in dem Abenteuerbuch, liest sozusagen jetzt hier im Durchgang 2 den neuen Text. Auch da variiert es also nochmal. Also auch sehr schön quasi aller Time Stories. Man hat jetzt mehr Wissen, aber andere Texte oder Gegenstände agieren dann vielleicht anders. Genau, bei uns, ganz kurz noch, weil bei uns, wenn wir jetzt die Scheiben ziehen, dann wissen wir ja schon, dass wir da selber dran sind. Das ist auch, man lernt das quasi, wenn man das hier anfängt, im Tutorial-Mode. Und dann ist es ganz am Anfang, im allerersten Abenteuer, wenn ihr spielt, dann durchaus auch so, dass wenn ihr so eine farbige Scheibe zieht, dass da dann noch ein paar spezielle Anweisungen oder Text dahinter steht. Also dann guckt man quasi auch in das Buch rein, sagt, ah, grüne Scheibe, ah, jetzt liest man diesen Flavortext. Der Bettler sieht sich rasch um. Was gibt's Neues im Sherwood? Sind die Wachen schon fündig geworden? Willst du A, nach dem Kleinod des Prinzen fragen oder B, nach Unterstützung? Robin, wie sieht's aus? Das ist jetzt immer das ist dieses Dilemma. Soll man mit der Tür ins Haus fallen? Oder, also es ist das vielleicht ein Spion? Man kann das so zusammenfassen. Wenn er jetzt was weiß, ist natürlich besser, dass ich nach dem Kleinod frage. Wenn er aber nichts weiß, dann könnte die Unterstützung uns vielleicht mehr helfen. Ja, das aber, ist ja einen Tipp bekommen, wer was über das Kleinod weiß. Also ich würde zum Kleinod tendieren. Was meinst du? Haben wir einen Tipp bekommen? Nee, nur, dass wir uns überlegen sollten, wer könnte was wissen? Es ist im Wald verloren. Ja, ich finde, Little John, was meinst du? Ja, also ich finde, wie gesagt, Händler, die fahren viel rum. Bettler, finde ich, hören auch immer also Kleinod viele Gespräche. Wir fragen mal nach dem Kleinod. Ja, wir probieren es. Wenig kann ich dir dazu sagen. Wenig ist besser als nichts. Ich beobachte die Truppen der Wachen, wie sie aus dem Burgtor marschieren. Auch sah ich berittene Boten und Diener des Prinzen. Was es auch immer ist, dass der Prinz verloren hat, es muss sehr wertvoll sein. Äußerst wertvoll.
Tja, wende jetzt das Plättchen des Bettlers. Also, tja, es war leider jetzt nicht so mega erfolgreich, wenig, aber wir haben es probiert. Fast nichts. Genau. Wir können ja auch nochmal, ich meine, der Fall heißt ja auch der Jäger und die Krone, natürlich Hunter und Kron angelegt, aber gibt es denn hier einen Jäger zum Beispiel und Krone und ist, einen König? Und ja. Krone ist, ein Prinz hat ja auch eine Krone zum Beispiel. Ja, fragen einfach den Bestaussehendsten. Wir fragen einfach den Bestaussehendsten. Also ich bin jetzt natürlich auch nicht im Schatten, aber man sieht hier diese oder helle Lichtung. Die ist zumindest momentan wachenfrei, ja, sodass ich da jetzt erstmal nichts zu befürchten habe. Und das ist sozusagen auch ganz schöner Mechanismus. Selbst wenn jetzt hier eine Wache wäre, die würde nicht automatisch Robin gefangen nehmen, sondern die Wachen werden immer erst aktiv, wenn man diese rote Gefahrenscheibe zieht. Also kann man mitunter auch noch ein bisschen spekulieren. Vielleicht kann vorher auch jemand noch die Wache ausschalten oder Wachen werden auch auf dem Spielfeld auf- und abgedeckt. Man kann doch ein bisschen Glück haben. Aber ja, du hast jetzt endlich deinen Zug damit beendet. Ja, richtig, wir haben den weißen Würfel, wir haben den weißen Würfel haben wir in den Beutel getan. Das ist ganz wichtig natürlich. Grau bedeutet, wir suchen uns aus, wer dran ist. Wir suchen uns aus, wer dran ist. Von mir aus kannst du auch gleich noch den Mann mit dem Karren. Ich meine, die Frau hier, die scheint auch im Wald unterwegs zu sein. Ja, die Frau hat auf jeden Fall ein Körbchen und sammelt Pilze. Und du bist auch nah an der Frau. Hier ist allerdings, man muss natürlich sagen, hier ist eine Wache. Also vielleicht... Also ich denke halt vor allem... wie heißt er nochmal? Das ist dieser... das wissen wir noch nicht, wer dieser, das so richtig ist. Ja, stimmt, wir wissen noch nicht, wer das ist. Das ist, glaube ich, so ein Hüter, Wächter des Waldes. Ja. Aber du hast natürlich recht, ich bin hier ich auch, in dieser auch Lichtung gibt es gerade keinen. Wir haben aber hier den guten Gisblon, der auf der Jagd ist. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Der wiederum sucht sich immer die Figur aus, die am nächsten zu ihm ist. Dabei ist nicht Luftlinie gesagt, sondern wirklich die eigene Strecke. Da darf man auch keine Umwege und Sachen machen. Und der hat natürlich auch einen eigenen Marker, so ein Pferd. Und es ist, ich würde fast sagen, riskant. Aktuell ist Bruder Tuck hier aber mehr dran. Ich als finde ich. Fast, diese Figur ist ziemlich interessant. Oder ich würde ja, wenn dann eher, glaube ich, dahin gehen. Da muss, ich müsste aber aus dem Wald rum. Du könntest. Nee, dann lauf du doch mal. Soll ich mal hier, rein? Mal sagen, du bist doch so schnell. Geisterreiter kommt. Wir gucken mal. Also dann. Gute Will Scarlet hier, mal schauen. Der ich hoffe. Vor allem hat es natürlich den Vorteil, dass deine Scheibe ja noch drin ist, sodass du noch wieder abhauen kannst. Du Lump. Darauf spekuliere ich. Und man kann, das ist auch extra gesagt, man kann die Figur auch drehen und hier so, ich habe die jetzt so ein bisschen eingedreht, damit sie die Ecke noch berührt. Hast aber geschafft, wieder ich einen hab, weißen genau, ich bin, Stein. Ich bin quasi geschlendert. Da ganz wieder Kräfte gespart. Ja. Und jetzt darfst du jetzt, jemand anders legen. Genau, jetzt darf mal jemand anders legen. Das ist schon richtig. Ja. Also wenn wir ein rotes Königsbanner hätten, dann würde jetzt hier was geschehen, aber ansonsten ist wir haben noch nicht das. Hat er seinen Banner verloren? Wir haben noch nicht das rote Königsbanner. Der Hüter des Waldes blickt zu dir auf. Er hat recht, der Hüter des Waldes. Ich fürchte um den Sherwood Forest. Die Wachen des Sheriffs stören den Frieden. Du musst äußerst vorsichtig sein. Klar. Willst du nach dem Kleinod des Prinzen fragen oder nach Unterstützung? Das ist schon unser Ziel. Ich würde schon auch. Ja. Ich meine, eben haben wir ja nichts erhalten, außer das, was ganz wichtig ist. Jetzt kannst du ja mal. Ja, ich frage natürlich, was ist da verloren? Also wenn der Hüter des Waldes nicht weiß, was in seinem Wald vermüllt wurde. Also nach dem Kleinod des Prinzen. Ich frage nach dem Kleinod des Prinzen. Ich weiß nichts darüber. Sag mal hier. Doch bedenken musst du Folgendes. Der Prinz ist eine Schlange. Die Dinge sind bei ihm nie, was sie zu sein scheinen. Ich verspreche, wachsam zu sein und die Augen aufzuhalten. Das Plättchen des Hüters wird nicht gewendet, wir können ihn also später erneut erkunden. Ja, weil wenn wir jetzt ja das Königsbanner haben, das halt eines der Gegenstände ist, zu Gegenständen kommen wir vielleicht auch nochmal, wenn wir einen Adligen überwältigen oder sonst am Ende sagen wir dazu noch was. Haben wir denn das Königsbanner, ist es irgendwo schon gehisst? Kann man es von der Burgmauer klauen oder so? Nee, ich sehe kein Königsbanner. Ich bin gerade aufgestanden. ich habe noch ganz gemacht, aber jetzt habe ich... Die lila Scheibe gezogen. Mhm. Ja. Und da passiert jetzt insofern Folgendes, das ist auch hier hinten auf dem Büchlein abgebildet. Im Spiel dann, je nach Szenario, gibt es auch noch eigene Marker, die sowas anzeigen können. Und jetzt sagt es einfach, pro Spieler gibt es einen zusätzlichen lila Cube, also drei zusätzliche lila Cubes kommen in den Beutel. Damit werden natürlich hier die Wachen auch stärker oder andere Leute, die man überwältigen möchte. Und jetzt bewegt sich der gute Guy. Ja, ich bin auf jeden Fall am nächsten. Ja, das, Und ich muss wirklich sagen, das ist eine sehr interessante Mechanik mit dem Guy von Gisborne, weil ich musste ja unwillkürlich dran denken, gute alte
Online-Rollenspiel-Mechanik, den muss man ja kiten. Ja, du musst den so durch die Gegend machen. Vielleicht auch mal gucken, vielleicht auch mal gucken, wer lockt den so ein bisschen an, damit jemand anders was machen kann. Und da auch noch mal ganz wichtig. Jägerbogen einst. Wenn du im Schatten stehst, ist das dem guten Guy total egal. Ja, der hat nämlich keine Angst vor Schatten oder der guckt nicht in den Schatten. Der ist nicht so eindimensional, wie die Wachen hier vielleicht scheinen. Der gute Guy, der wird dich überall berühren, außer es gibt vielleicht Orte, an denen er nicht hinkommt. Aber aktuell ist das nicht sieht, der Fall. Wir kriegen einen weiteren. Also gut, dass der jetzt noch nicht drin ist, weil sonst könnte es sein, dass der jetzt gleich wiedergezogen würde und dann hätte er dich quasi schon erwischt. Aber das kann jetzt nicht passieren. Nee, das kann jetzt nicht passieren. Dafür kommt jetzt dafür passiert es nicht. Aber nächste wer hat denn hier schon wieder das Unglück an seinen Händen? Ja, pro Spieler sinkt jetzt die Hoffnung im Land. Wir haben also da unseren Anzeigemarker, also der geht 3 Schritte nach unten. Sollte das mal auf 0 sein, ist das Spiel noch nicht zu Ende, hatte ich ja gesagt, sondern werden quasi mehr Zeitmarker hier entfernt. Dann wird jetzt ein Siegelmarker aus dem Beutel gezogen. Ihr merkt schon, da ist einiges drin in dem Beutel. Holzscheiben, Cubes, Siegel. Danke, Spiel, dass einfach alles in einen Beutel geworfen wird. Ja, ja. Weil verschiedene es fühlt sich ja alles anders an. Ja, genau, das sollte man hinkriegen. Ja, wir verlieren noch. Du kannst das Siegel mal zeigen, was du gezogen hast. Da kann auch leider so ein Minisänger drauf abgebildet sein. Ich sage in dem Fall leider, weil es bedeutet jetzt, dass wir nochmal ein Hoffnung verlieren. Fast die Hoffnung verloren. Und fast hoffnungslos hier jetzt mit uns. Werden auch die Plättchen 6 und 12 gewendet, und zwar unabhängig davon, ob sie schon aktiv sind oder nicht. Also hier sehen wir das 6er Plättchen, da ist noch keine Wache gerade gewesen. Jetzt ist da eine Wache. Da ist durch diese Mechanik jetzt eine aufgetaucht. Die 12 ist hier oben. Hier ist wenigstens schön. Hier geht eine Wache jetzt mal kurz Pause machen. Halt mal kurz Pipi machen im Wald oder so. Man weiß es nicht. Oder ist jetzt halt zurück. Oder ist halt jetzt dahin gegangen. Ja, das kann man sich thematisch erklären, wie man will. Aber da haben wir jetzt da oben ein bisschen Platz gewonnen. Da wurde es gefährlicher. Und jetzt gleiche passiert mit 2 Adligen. Die 15... Ach, guck mal, hier kommt gleich ein Adliger. Boah, und Adlige sind natürlich super, denn ihr seht hier unten... Wo ist denn mein Stock? Hier unten wird auch mal angezeigt, wenn man einen Adligen überwältigt, bekommt das Land 2 Hoffnungen. Und dieser Adlige hier unten, der würde sogar noch ein Schwert erzeugen, wenn man ihn überwältigt. Wirst du gleich mal für dich... Und wenn man ein Schwert hat, dann kann man nämlich einen zusätzlichen Beutel beim Überwältigen aus dem Beutel ziehen. Würfel. Und dann haben wir, was war jetzt noch? Die 19. 19. Die 19 hier, wie gesagt, ist halt so eine Übersicht. Und auch hier erscheint ein Adliger. Und der Adlige, wenn man den hier oben überwältigen würde, der hätte ein Cape. Beim Thema Cape, da gibt es bei den Gegenständen, die wir hier für dieses Szenario erhalten können, Hut und Umhang. Ja, wenn man Hut und Umhang beides hätte, dann wäre man wirklich so ein bisschen im Tarnmodus. Dann sehen Wachen und Guy von Gisburn einen nicht. Ne? Dann würden die, also Guy würde dann nicht aber zu dir. Aber das ist schon ganz schön schwierig, beide zu kriegen. Also zumal und habt ihr überhaupt erwähnt, dass wir natürlich von vornherein, haben wir ja schon was, jeder hat einen Bogen. Auf jeden Fall. Mit dem wir die Wachen. Auch das ist dann tatsächlich eine Entfernungsmechanik mit so einem Entfernungsmesser. Also so schießt man wirklich, kann man aus dem Schatten heraus. Ja? Ich kann jetzt mal, wenn ich. So 50-50, ich sag mal, jetzt passiert nichts mehr Schlimmes. Ja, kann ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Jetzt haben wir die weiße Scheibe gezogen, das ist auch sehr schön. Da können wir jetzt gemeinsam entscheiden, es sind alle Spieler nochmal dran, welcher Spieler ist in welcher Reihenfolge dran. Auch die Scheibe kann man gut nehmen, wenn jemand vielleicht für einen Kampf sich vorbereitet, dass die anderen erstmal ruhen und weiße Cubes in den Beutel machen. Ja, nee, ich würde ja sagen, du schnappst auf jeden Fall den Adligen. Einen Pfeil auf den. Nee, der auf den Adligen darfst du keinen Pfeil ziehen. Nur auf schießen. Aber da kommst du ja hin und kannst ihn überwältigen. Aber warte doch mal, bis wir noch mehr weiße Würfel vielleicht entdeckt. Vielleicht entdeckt ihr ja weiße Würfel. Na, wir bewegen uns einfach so, dass wir weiße Würfel. Ich würde sagen, erstmal hier der Will als erstes, der ist so da gefährdet. Soll ich einfach mal. Ich glaube auch, dieser komische, der ist da. Die 4. Ja, geh mal da noch vorbei. Du klapperst da jetzt so ein paar Sachen ab auf der Flucht vor dem dämonischen Reiter. Und ich werde mich natürlich so bewegen, dass ich nicht so schnell bin, da kann ich. Riechst du schon seinen Atem? Ja, genau. By the way, ich denke, das wurde wahrscheinlich auch eingeblendet. Ja. Aber alle Mitspieler hier an diesem Tisch sind ganz frisch getestet worden. Haben einen frischen Atem. Erlauben frischen Atem. Hier ohne Maske zu sitzen. Sehr gut. Gut, dann weiß ich nicht, Hunter, vielleicht die 74 habe ich dir schon aufgeblättert. Mal gucken, was dieser. Mit frisch meine ich heute. Dieser also, Typ. Königsmann haben wir nicht. So. Als er dich gewahrt, lässt der Reiter den Futtersack seines Pferdes fallen. Was wollt ihr von mir? Ich bin ein Diener des Prinzen.
Ich bin auch ein netter Typ. Ja, ja. Willst du A, nach dem Kleinen oder des Prinzen fragen oder noch ehe du fragen kannst, wirft sich der Bote in den Sattel und prescht davon. Ah, okay, da gab es keine Chance. Dabei fällt ein Stoß Pergamente aus seiner Satteltasche. Du nimmst sie an dich. Ah, wunderbar. Wende jetzt das Plättchen des Reiters und lege einen Würfel in deiner Farbe auf die Abbildung des Gegenstandes Pergament. Oben, aber auf der Tafel links. Genau, das heißt, das bedeutet jetzt einfach, dass Will dieses Pergament hat. Wichtig, nur wenn Maid Marian oder Robin Hood das Pergament hat, dürft ihr bei Questzahl 76 weiterlesen. Sprich, wir müssen jetzt hier die dritte mögliche Aktion ausführen, und zwar möglichst schnell, nämlich Gegenstand übergeben, weil ich brauche den. Dann macht ihr hier da nochmal Lesezeichen rein, dass wir wissen, dass wir da... Das musstest du wieder diesen gemeinen Will Scarlet spielen. Das finde ich die bezaubernde Maid Marian. Ja, das stimmt eigentlich. Du hättest dich hier auch als Maid Marian verkleiden können. Schon. Aber ich habe ja den roten, weißt du, den scharlachroten... Ja, der scharlachrote Kugel. So, aber wir sind immer noch in der weißen Aktionsphase. Das darf man nicht vergessen. Wir kommen nochmal dran. Das heißt, also du warst jetzt... Ich war jetzt dran. Na gut, also das heißt, wenn ich brauche das Pergament, dann renne ich zu dir hin. Und ich werde es halt... Ist ja die Frage, aber ich glaube, selbst haben wir für mich einen weißen Würfel hier reingetan? Nee, glaube ich nicht. Das ist ganz wichtig, weil ich bin ja ganz entspannt dahin. Ich glaube, ich werde aber jetzt nicht schnell laufen, oder? Muss ich nicht unbedingt. Ja, wenn du kannst. Also kommst du zu mir hin, wenn du schnell läufst? Ich kann ja noch mal kurz gucken, aber ich glaube... Okay. Ja, und diese Gegenstände, die sind auch alle dann im Abenteuerbuch beschrieben. Dann bleibst du einfach hier im Schatten stehen und wir treffen Also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Was ist, findet ihr wichtiger? Dass wir jetzt noch einen weißen Cube kriegen oder dass ich hier noch das hier erforsche? Ich bin für Fortschritt. Ich? Risiko. Wir wollen hier nicht im Schatten rumschleichen. Ja. Hier ist auch kein... Würfel. Hier ist auch da niemand. Da sind doch schon ein paar weiße Würfel drin. Ja, hier ist auch niemand. Komm. Verstehe. Dann machen wir das. Außerdem sind wir dann wirklich nah dran. Und jawohl. Okay, dann gib mir mal das Buch. Mal gucken. Wahrscheinlich brauchst du dafür das Pergament. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber dann bist du ganz in der Nähe. Dann wissen wir es zumindest. Die 199. Ich werde gleich den Adligen auch. Ich finde da jetzt einfach, ich würde sagen, ich finde einfach in dieser Ruine jetzt das Kleinod. Mal gucken. Das wäre es natürlich. Ah, was liegt denn hier? Das ist ja toll. Du entdeckst eine verfallene Turmruine. Nie zuvor hattest du sie bemerkt. Das stimmt. Als du dich durch das Gestrüpp kämpfst, gelangst du in eine Kammer. In der Mitte schwellt die Glut eines Lagerfeuers und du findest die Reste eines kargen Mahls und eine Flasche Wein. Jemand hat hier sein Lager aufgeschlagen. Nur wer? Wende jetzt das Plättchen des Turms, sodass das Fragezeichen nicht mehr zu sehen ist. Du darfst einen Würfel in deiner Farbe auf die Abbildung des Gegenstandes Fässchen legen. Also hast du wirklich ein kleines Weinfässchen gefunden. Das ist sehr gut. Mhm. Das wäre eher was für mich jetzt hier gewesen. Ja, so ein Bruder Tuck und ein kleines Fässchen. Nee, und Bruder Tuck ist der Trinkfässchen. Was macht so ein Fässchen? Das kann man sozusagen ausgeben und dann darf man einmal, quasi trinkt man das denn aus, in seiner Bewegung noch eine lange Bewegungsfigur eines Mitspielers richtig gut rennen. Also, da kann man richtig gut rennen. Hochgekommen, wenn ihr das Weinfässchen vorher gehabt hätte. Das darf aber jetzt auch nur Robin Hood machen, außer man tauscht es aus. Ja. Das ist ja klar. Ja, genau. Ich tausche ein Fässchen gegen ein Pergament. Okay, ja, aber das war, jetzt kommt noch... Ja, ich darf auch noch und ich würde jetzt halt auch mit meinen Kräften sparen und dann kommt ja auch zuerst vermutlich... Ja, du sparst es Bewegung als erstes, da sparst du Kräfte, kommt rein. Und jetzt werden bis zu drei Cubes, kleine Ecken. Wir wollen jetzt am besten zieht man in dem Fall zwei lila Cubes, weil die kommen ja auch aus dem Beutel dauerhaft. Also zwei lila, genau, ist schon gut. So. Und jetzt den weißen. Halt Weiß. Ah, das ist nichts. Da passiert jetzt erstmal nichts, außer dass er die lila Cubes losgeworden. Ja, wenigstens haben wir die aus dem Sack gezogen. Aber wir haben quasi für zukünftige Kämpfe ein bisschen vorgesorgt. Dass die dann du wirst ihn doch jetzt fertig kriegen. Jetzt haben wir uns alle mit der weißen Scheibe hier aktiviert und jetzt darfst du wieder aus dem Beutel ziehen. Das müsste ja eigentlich entweder, nur noch deine kommen, oder? Naja, entweder ich oder entweder Scarlet, Will oder... Das ist deine, Bruder Tuck. Du darfst gleich nochmal, wenn du möchtest, das versuchen. Das heißt, du bewegst dich jetzt einfach nochmal ganz klein. Das ist die kleinste Bewegung, eine kleine Bewegung. Kann, Figur an Figur. Und das ist aber auch nochmal... Richtig. Ein weißer Cube. Und jetzt wollen wir nochmal zwei lilanen und einen weißen sehen. Das ist schon Power Gaming. Ich wäre schon froh, wenn überhaupt schon, wenn überhaupt. Ah, okay, wunderbar. Das nehmen wir. Da kam als erstes gleich ein weißer, dann höre ich auch auf zu ziehen. Dann ziehe ich auch nicht die weiteren, also bis zu drei, aber einen nach dem anderen. Jetzt habe ich einen Adligen besiegt, das heißt...
Ja, das heißt jetzt in dem Fall die Hoffnung. Die Hoffnung. Der hatte ein Schwert bei sich. Hoffnung steigt um zwei. Genau. Und du legst jetzt einen Marker deiner Farbe auf das Schwert. Die Sache. Und dann kommt hier noch so ein Marker rauf, genau. Dass wir sozusagen wissen, dass dieses Plättchen erstmal nicht nochmal so schnell hintereinander aktiviert wird, weil erstmal werden dann Marker abgeräumt und dann werden sozusagen Plättchen. Sehr gut. Das Schwert, ich habe natürlich eh auch einen Bogen dabei, aber jetzt habe ich zusätzlich noch ein Schwert. Was kann ich mit dem Schwert machen? Mit dem Schwert ist es so, wenn du also quasi dann nicht mit dem Bogen angreifst, sondern mit dem Schwert, hast du jetzt die Möglichkeit, einen zusätzlichen Cube aus dem Säckchen zu ziehen. Also hättest du es vorher geschafft, weil du den vierten gezogen hättest, dann hätten wir es. Das wäre gut gewesen. Ja. Und es gibt mitunter auch andere Begegnungen, die man haben kann. Das kann sogar sein, dass man vielleicht auch mal mehr weiße Cubes aus dem Beutel ziehen muss. Und dann ist natürlich super, wenn man ein Schwert hat. Du kannst übrigens auch zwei Schwerter maximal haben, dann darfst du sogar zwei Würfel zusätzlich ziehen. Aber ja. Wenn wir nichts falsch gemacht haben im Beutel. Dann sollte jetzt meine Scheibe zu sehen sein. Da ist keine sein, Scheibe. Fast sein. Da ist keine Scheibe mehr. Achso, ja, wir könnten jetzt sofort den Tausch machen. Zack. Ja, das war so ein bisschen die Überlegung. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir stehen natürlich hier. So, ich müsste eigentlich so stehen. Du stehst halt hier in der Lichtung. Ja, stimmt, ich darf ja gar nicht. Und die Frage ist, na gut, hier ist ja keine Wache aktuell, ob wir, soll ich den versuchen zu überwältigen oder wollen wir das tauschen? Ich finde auch den Austausch schon gut. Ich meine, wir sind hier Hoffnung, weil wir verlieren auch drei Hoffnung, wenn diese lila Scheibe gezogen wird, ne? Dann sind wir da auf null. Was hast du da? Da kriegst du einen Geldsack. Ich krieg einen Geldsack. Na, mit dem Geldsack. Der Geldsack ist auch ganz cool. Da kann ein beliebiger Spieler einen extra Zug machen, wenn man den ausgibt. Ist auch nicht schlecht. Und wir haben ja noch ein paar. Ich wäre fast dafür. Ja, wir haben ja noch. Man sollte das nicht unterschätzen, dass man muss schon sozusagen ein bisschen auch hier Hoffnung farmen. Okay. Ja, weil sonst. Achso, da darfst du natürlich verrinnt die Zeit zu schnell, kann man sagen. Hier ja? Dein Schicksal. Ja, genau. Ja, du kannst es ja manipulieren. Wir machen hier so ein bisschen Star Wars. Ja. Gleich im ersten Stich. Mit einem Streich sozusagen. Ja? Und da sehen wir hier ja natürlich nochmal zwei Hoffnung und einen von meinen türkisfarbenen Cubes auf das Goldsäckchen. Ja, vollständigen Tag, eine vollständige Runde geschafft, weil hier sind keine von diesen großen hölzernen Scheiben mehr drin. Im Zweifel guckt ihr jetzt auch in eurem Abenteuerbuch nach, ob es da jetzt spezielle Anweisungen gibt. Ja, manchmal wird dann umgeblättert und es gibt dann, weil dann die Scheiben in der nächsten Runde eine andere Bedeutung zugemessen bekommt und so weiter. Wir werfen jetzt einfach alle wieder rein. Davon gehe ich aus, solange der Henker nicht da ist. Ja, auf jeden Fall. Und es geht einfach weiter. Und es geht mit der nächsten Runde weiter. Das heißt, ich fange jetzt wieder von vorne an. So, der Beutel des Schicksals spricht zu mir. Mal gucken, bitte jetzt keine rote. Ja. Ich habe mich selbst gezogen. Ja, das ist doch sehr schön. Das ist doch auch gut. Ich gehe zu der, ich habe keinen Bock auf zu der Lady. Schon wieder zu kämpfen. Ja. Das macht ihr. Das ist ich halte mich einfach fern von denen, obwohl der schon auch interessant aussieht. Ja, aber ich gehe einfach mal die Dame da unten befragen. Guck mal, die scheint ja da auch irgendwas zu wissen. Ich fürchte allerdings, dass ich da nicht mit... Guck mal, du kannst ja noch ein bisschen System optimieren. Ja, ich glaube, das wird trotzdem nicht rein. Nee, du musst, glaube ich... Ich glaube, um du musst da den, das zu erreichen, da muss ich tatsächlich jetzt mal alle benutzen. Und dann ist auch egal, wenn ich so einen kleinen einspare, das nennt man dann auch nicht mehr ausruhen. So, bei der 130 bin ich angelangt. Ja, da ist auch eine Frage. Wichtig ist natürlich auch, das nochmal klarzustellen, da muss auch ein Fragezeichenmarker drauf sein. Also nicht jedes Plättchen wird dann einfach hier erkundet, sondern es muss auch ein Fragezeichenmarker drauf sein. So, die 130, das ist die gute Magd. Die Magd sieht dich aus trüben Augen an. Hat die Pilze gegessen? Keine Hoffnung. Dann lächelt sie schief. Oh mein Gott. Es ist gut, dich zu sehen. Dann ist noch nicht alle Hoffnung dahin. Was kann ich für dich tun? Willst du nach dem Kleinod des Prinzen fragen oder nach Unterstützung, Bruder Tak? Oder hast du was ganz anderes? Ich glaube, dass ich keine Ahnung habe. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch. Also nicht, dass ich ihre Kompetenz abschätze, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die jetzt nicht mit dem Prinzen zusammenhängt und deswegen von seinen... oder? Ich habe nichts... Ich weiß nichts. Du weißt es ja. Ich weiß gar nichts. Was sagst du? Sollen wir eher nach Unterstützung? Aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch das Gefühl, dass die eher ahnungslos ist. Aber das kann täuschen. Also in Bezug auf das... vielleicht jetzt auch nochmal, um uns in dieses Setting einzuführen. Die Frage ist, also die Markt...
wie wohl ist es? Also hier ist ja jetzt auch schon so ein bisschen, die wurden vielleicht durch den Sheriff ja auch schon ein bisschen gegeißelt, vielleicht wurden denen Sachen weggenommen. Haben die überhaupt viel, um uns unterstützen zu können? Wollen wir denen vielleicht auch was wegnehmen? Das ist ja auch eine Frage. Wenn man nach Unterstützung fragt, nimmt man denen ja vielleicht auch wichtige Ressourcen selber weg. Also ich will nur noch mal zusätzlich einstreuen. Möchtest du der Markt jetzt auch noch ihr letztes Brot wegnehmen? Der reingeguckt hat, sagt so, Obacht, Junge. Nein, gar nicht. Nee, ich habe die gar nicht gelesen. Ich möchte nur noch mal sagen, rein thematisch gesehen, aber vielleicht gibt es uns auch gerne ihr letztes Stück Brot. Gerne ein Leib Brot dafür, dass wir Nottingham befreien. Ja, ich frage sie nach Unterstützung. Okay, wunderbar. Sehr gut. Nichts habe ich als meine guten Wünsche für euch. Ja, das ist auch was. Also sie wünscht uns alles Gute. Ich euch auch. Und wir wenden jetzt das Plättchen der Markt, aber wir werfen zusätzlich noch zwei weiße Würfel in den Beutel. Das war die psychologische Unterstützung. Ja, die hat der Bruder Tat gebraucht anscheinend. Endlich hat mal jemand gesagt, Mann, siehst du gut aus, Junge. Und unter deiner Kutte würde ich gerne mal kommen. Ja, sehr gut. Ja? Vielen Dank, Herr Henko. Ich bin Will, mein Freund. Ja, ich bin, nur der weil ist ich in nicht der Bruder Tag. Du sagst immer Bruder Tag. Ja, er ist Little John, siehst du? Er ist Little John, das ist noch viel besser. Bist du Little John mit Bruder Tag? Ja, Little John mit Bruder, das ist ja noch viel besser eigentlich. Ja, Little John, ach verdammt. Wir müssen hier brauchen noch viel mehr Figuren. Du kannst die nächsten aus dem Sack ziehen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja auch schon eine lange, harte Reise im Wald hinter mir. Die Roten. Das ist jetzt ein bisschen mies, fast schon, dass wir die Rote zuerst ziehen. Ja, jetzt geht die Hoffnung wieder drei nach unten. Also aber es ist schon prinzipiell gut. Und er ist aus der Fahrensonne raus. Das stimmt schon. Aber jetzt eine Sandro vom Deck, richtig? Nee, warte, lass uns das nacheinander machen. Wir ziehen jetzt ja erstmal ein Siegelplättchen wieder. Und dieses Siegelplättchen jetzt wird nämlich eine zusätzliche lila Scheibe aktivieren. Erstmal werden wir wieder die Sachen ausführen. 7 und 8 von den Wachen. Die 7 ist hier, na, weil es kann ja auch passieren, dass jetzt sich jemand noch aufdeckt. Die 7 und die 8, ist... Guck mal, du hast voll perfekt. Glück gehabt, stimmt, weil du wärst sonst gefangen geworden. Also das war so voll viel... So viel Glück kann man ja nur haben als Little John. Ja. Dann haben wir jetzt die Adeligen, die 13. Oh, der ist hier um weg. Um Little John aufzuhalten. Wobei natürlich so ein Gefangennehmen auch kein... Also es ist auch kein ich gehe einfach mal davon aus, dass die großen Plättchen auch bei uns noch nicht... Genau, die großen sind Kutschplättchen, die wir hier jetzt nicht berücksichtigen. Jetzt wird das Siegel da oben eingelegt und leider, in dem Fall gibt es jetzt eine zusätzliche lila Scheibe. und jetzt werden alle Holz-Sanduhren von den jeweiligen Spielfeldern gemacht. Aber wir hatten keinen gemacht. Hier, das ist schon ganz gut hier. Wir hatten nicht Genau, ein normaler Marker wird hier entfernt, genau, aber kein zusätzlicher, einer weil hier über der normale Teil über der Null sind. Den können wir nicht stoppen. Jetzt bewegt sich also der normale Lauf der Zeit. Der auf jeden Fall. Jetzt bewegt sich der gute Guy auf jeden Fall zweimal in einem Zug. Ja. Ne? Und es kommen auch mehr lila Sachen. Aber jetzt kommt erstmal eine unserer Wahl dran. Da könnt ihr ja mal irgendwie ihr habt irgendwie relevantere Dinge gefunden. Also tauscht mal aus und dann hat wenigstens machen wir das halt. Ich würde sagen, guck mal, kannst du dich nicht hier so halb in Schatten, aber du bist nur halb. Ja, ich muss dich berühren. Ich würde auch einfach sagen, dann mach doch das jetzt mal, ich gehe einfach mal hier hin, oder? Ja. Oder willst du das machen? Richtung. Ich würde nicht in die Richtung Guy vom Guy gehen. Ich würde dann kommst gehen. Du zu mir, dann ist Robin einfach dran. Du musst jetzt oder ach so, wie du möchtest. Ja, dann gehen wir ein Stück. Die 3 Zentimeter, also wenn ihr das, wenn ihr seinen Atem in eurem Nacken spürt, dann ist es zu spät. Wissen ist halt, du musst mich halt berühren. Ja, sehr gut. Guck mal, wie sich Robin hinter mich versteckt. Figur an Figur hätte wahrscheinlich. Genau, weißer Würfel, ganz wichtig. Und das mussten wir auch bedenken. Ne? In dem Moment, wo wir nämlich das Pergament haben, wo ich das Pergament habe, können wir auch weiter. Ja, dann tausch mal aus. Ja. Und ich greife hinein. Das also war aber im Prinzip schon. Nicht, das und du drückst wirklich das Fässchen von mir, habe ich das vorher gesagt. Ja, das hast du von mir. Das war der Deal? Yes! Ja, man kann, wenn man sich berührt, kann man beliebig viele Gegenstände aber ausprobieren. Aber wir können das jetzt gleich lesen. Ja, weil, also er hat es gesagt, da muss das lesen. Ich lese nochmal Richtung 74. Nein, hier. Also hier steht, wichtig, nur wenn Maid Marian und Robin Hood das Pergament besitzt, dürft ihr bei Questzahl 76 weiterlesen. Und da wir 74 ja nicht nochmal erkunden können, nehme ich an, dass es gleich weitergeht. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt darf ich hier was lesen. 76. Soweit du es entziffern kannst, handelt es sich bei den Pergamenten um einige Psalme. Auch findest du einige mathematische Kritzeleien und Zeichnungen. Nichts von Wert. Nun, du würdest schon noch eine Verwendung dafür finden. Also,
um es zusammenzufassen, das war ein Dead End. Wir haben was gefunden. Wir haben was gefunden um Lagerfeuer. Das sah wichtig aus. Es ist dem Boden aus der Tasche gefallen. Es waren nur seine Taschentücher. Es war einfach die Einkaufsliste, die ihm seine gute Frau gegeben hat. Drei Eier. Reite in die Stadt, genau. Mehl. Es ist ja, glaube ich, auch so die Zeit, wo gerade auch das überhaupt Lesen und Sachen überhaupt so ein bisschen. Naja, das war meine graue Scheibe. Michael, das hast du uns wieder hier in die. Vielleicht überlasst ihr das Lesen besser mir. Wir haben einen weißen Würfel dafür bekommen. Ich kann wahrscheinlich auch nicht. So müsste das einfach. Ja, so halb. Na, wir haben da auch nur so ein bisschen gekrakelt. Robin Hood kann am lesen. Immerhin hast du jetzt das Pergament, wir wissen nicht, vielleicht kann man das gegen irgendwas eintauschen. Du hast jetzt vor allem mein Fässchen. Ja, ich habe dein Fässchen. Also, ich habe den besten Deal überhaupt gemacht. Jetzt bist du auch dran. Ich habe ja ein kleines. Jetzt hast du einfach das Fässchen. Kannst jetzt schön weitersuchen. Du kannst mit dem Fässchen natürlich jetzt auch noch mal schneller laufen. Ja, ich kann schneller laufen, das stimmt. Und wir haben aber immer noch nicht die Flagge da, dieses. Wir wissen noch gar nichts. Also wir müssen überlegen. Guck mal, wir könnten jetzt hier oben diesen Händler fragen. Oder ist hier. Oder da oben diese Truhe. Soll ich mal ganz kurz gucken, wo ich überhaupt noch so hinkommen kann? Ja, du meinst den Pfad, den Händler? Gut. Da bei den Pilzen kann man vorbeischauen. Aber wenn du jetzt spurtest, du hast ja auch ein Fass Wein, dann läufst du ruhig mal. Die Pilze sind, glaube ich, wenn ich es haupt, nur so ein kleiner. Aber ich komme natürlich nicht bis zu der Truhe. Guck mal. Ja, der hat darf er? Ja. Er kann das Fässchen nehmen. Ein Fässchen Wein. Also wenn, dann würde ich das, aber guck mal, dann wäre ich auch erst hier. Ja, dann geh halt beim Händler noch vorbei. Was ich natürlich auch noch tun kann, ich habe ja auch die Goldstücke, ich könnte auch nochmal mich rannehmen. Ja. Ja, aber dann geh doch erst mit einem normalen Zug zum Händler und dann versuch von da mit dem Superzug zur Truhe zu kommen. Ja, so machen wir das. So tun wir das. Dein normaler Zug, also aber ohne. Das bedeutet, dass du jetzt 80 erkundest. Ja, ich rede mal mit dem netten Herrn. Der Bauer bringt seinen Wagen zum Stehen. Es ist Zeit, ein wenig zu verschnaufen. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Was kann ich für euch tun? Langer Weg. Willst du A, nach dem Kleinen des Prinzen fragen oder B, nach Unterstützung? Ja, wahrscheinlich ist hier der Typ mit dem Esel in dem Wald, der weiß es wahrscheinlich. Und ich, ja. Der gut bewacht. Wir wollen. Aber ist okay, dann können wir den Guy erstmal. Der lockt, ne? Wir wollen den, ich will den fragen, den kleinen Otto, auf jeden Fall. Ja. Was soll ein einfacher Bauer wie ich darüber wissen? Ja, das hätte ja sein können, neben denen ist irgendwas untergebracht. Der hätte uns sonst Essen. Das wissen wir, bei der Markt wissen wir das ja gar nicht. Oder Kartoffeln. Mir ist ein Leibbrot lieber als aller Tand dieser Welt. Das Plättchen des Bauern wird nicht gewendet. Das kann später nochmal erkundet werden, weil wir Königsbanner und so, ich will ja nicht spoilern, aber da könnte was passieren. Ja, leider war das so gar nichts. Okay, dann gebe ich jetzt das Säckchen aus und spurte mal hier drüber und gebe auch noch mein Fässchen aus, ja, damit ich hier... Fässchen und Säckchen? Naja, damit ich hier hinkomme. Damit ich quasi hier... Aber es reicht trotzdem nicht. Aber ja, gut. Ja, da kannst du noch ein bisschen... Guck mal hier, ich zwiste die hier so ein. Meine Güte. Zack, und dann stehe ich auch, vollumfänglich im Schatten, ist auch so ein Wording. Ist ja Schatten. Absolut. Auf jeden Fall. Ist schon Schatten. Ja. Dann die 190, eine Truhe. So, aber jetzt... Mann. Die Truhe sagt auch... Hast du den goldenen Schlüssel dabei? Ja, genau. Du findest eine reich verzierte Holztruhe, auf das königliche Wappen... das königliche Wappen prangt. Der hat eine Truhe. Das Schloss wurde bereits aufgebrochen. Oh. Plötzlich spürst du einen heftigen Schlag und alles wird dunkel. Jetzt kommt doch Bruder Tuck. Voll in die Falle gelaufen. Leg deine Standfigur so hin, dass sie noch immer Blättchen 190 berührt. Und wirf 4 violette Würfel in den Beutel. Jetzt schließ jetzt deine Augen. Oh nein, was passiert hier? Als du das Bewusstsein verlierst, hörst du eine Stimme wie aus weiter Ferne. Ihr solltet eure Jagd nach dem Kleinod beenden. Ich werde es für euch finden, denn ich bin der Jäger. Aber er hat jetzt schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt, muss ich sagen. Wenn Hunter das auch wenn noch ausspricht, das auch noch mein sagen, Gott. Wenn du wieder am Zug bist, also du, ja. Darf ich die Augen aufmachen? Durch das Ziehen der Scheibe in deiner Farbe, der grauen oder der weißen, darf ein Mitspieler in dem Kasten unten auf dieser Seite weiterlesen. Ja, bist du böse? Nein. Der Jäger. Der verfolgt seine eigenen Hinweis, Ziele. Solange du bewusstlos bist, also du bist bewusstlos, merke ich schon. Kannst du nicht durch den Einsatz von Proviant oder einen Goldsack am Zug sein.
Gut, dass wir das leg jetzt das Lesezeichen hier zwischen Seite 27 und 28. Nein, es gibt immer zwei Lesezeichen im richtigen Buch. Leider gibt es hier keins, aber wir haben noch, haben wir noch einen? Du müsstest deine... sind zwei. Deine und welches nehme ich jetzt? Das haben wir jetzt nicht aufgepasst. Ja, aber ja, dann nimmst du einen. Ja, das ist ein Zweifel bei beiden. So viele Seiten sind es ja nicht. Ich habe schon die weiße Scheibe als nächste Scheibe. Ja, perfekt. Das heißt also, wir können damit gleich weitermachen. Weil wir können ja sagen, er fängt an und dann geht es hier weiter. Das ist perfekt. Na, dann wissen wir gleich, wie es weitergeht. Also er ist wieder dran und dann lese ich hier einfach auch weiter. Ich mache die Augen auf. Einfach die Werbepause, die es gibt, direkt weiter. Allmählich kommst du zu dir. Du darfst die Augen wieder öffnen. Erst jetzt übrigens. Ah, ja, habe ich. Ah, schön. Mama! Und deine Figur aufstellen. Ja, habe ich. Ist, meine Figur steht aber so, dass sie immer noch oder erst die Figur aufstellen und dann die Augen. Ah, ja, ja. Aber so, dass sie immer noch plötzlich 190 hab ich, wird. Hab ich, was ist da gerade geschehen? Langsam kehrt deine Erinnerung zurück. Der Jäger. Wer war der Kerl? Er schien zu wissen, um was es sich bei dem Kleinod handelt. Aber auf jeden Fall war es richtig, zur Truhe zu gehen. Ja, ja. Danke, das war gute Intuition. Die Truhe jedenfalls hat er zurückgelassen. In ihrem Inneren findest du einen Beutel mit Goldmünzen und ein königliches Banner. Das haben wir gebraucht. Ah, guck mal, damit das Geile können wir ist, jetzt ich, wieder diese Leute das erkunden. Tolle ist, dass ich ja gut, dass ich mein Goldsäckchen ausgegeben habe, weil jetzt habe ich es wieder, oder? Vermute das mal. Das war beim Hüter des Waldes und beim Händler und war das nicht noch irgendwo sogar? Beim Bauern meine ich, bei der Markthaus nämlich nicht. Also hierbei war es auch nicht. Er ist ja auch weg, ist gar nicht aber die, die sich nicht abgefällt. Also, ein Beutel mit Goldmünzen, ein königliches Banner. Seltsam, er scheint nicht auf Besitztümer abgesehen zu haben. Er scheint es nicht auf Besitztümer abgesehen zu haben, also der Jäger. Ich muss auch mal sagen, für eine geplünderte Truhe durchaus reichhaltig. Wende jetzt das Plättchen der Truhe und leg einen Würfel in deiner Farbe auf die Abbildung des Gegenstands Goldsack und einen Würfel auf das rote Königsbanner. Hinweis. Ja, ihr könnt die Funktion aller Gegenstände ganz vorne im Büchlein nachlesen. Aufgabe. Jetzt kriegen wir eine neue Aufgabe, die, weil wir wissen ja bislang noch gar nicht. Wir wissen, wer was weiß jetzt. Aber wir wissen, wer was weiß. Aufgabe. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Ihr müsst den Jäger finden. Jawohl. Haben wir schon. Da sitzt er. Da ist er. Tipp. Vielleicht hat ihn jemand davonrennen sehen. Der Bauer. Das? Oh, guck mal, wenn er da vorne, guck mal, er hätte was sehen können vielleicht. Ja, das kann ja entweder wenn er, ihr, weil er wird ja, er, also die Pilze werden ja nicht reden können. Das Wagenrad wird keine Augen haben. Nee, genau. Deswegen lass, finde ich super. Weiß. Hey, du, eile, eile rein. Aber ich glaube, das war mein Zug, weil ich bin ja aufgestanden. Ja, du hast ja den Beutel, du musst erst mal gucken. Genau, du darfst sonst nichts mehr machen. Ja, weiß, jeder darf und du rennst jetzt da hoch. Schaffst du das? Ich soll wirklich rennen. Aber das Problem ist, du hast ja nicht das Banner des Königs. Nee, am besten zum Bauern. Ich glaube, das haben wir jetzt. Oder? Haben wir das alle? Das haben wir. Weil du musst ihm das ja zeigen, damit er ein bisschen mehr Informationen hier bereitet. Also das hätten wir... Nee, ich glaube, das ist erst... Nee, wenn einer von euch... Dann ist gut. Dann haben wir nichts gesagt. Ich wollte es wieder schwieriger machen, als es sein würde. Nur wenn einer von euch... Zur Not ist das hier jetzt ein bisschen leichter gespielt. Ihr könnt uns sonst hätten wir uns nochmal treffen müssen. Ich weiß nicht, ob das... Du meinst, es reicht gar nicht. Wenn es nicht reicht, dann machst du bei den Pilzen inzwischen Stopp. Pilze! Es ist immer gut, ein paar Pilze. Es ist immer gut, ein paar Pilze zu snacken. Sehr gut. Im Zweifel geben die Kraft. Ja. Oder Halluzination. So, also dann darfst du die 80 nochmal lesen. Okay, 80. Ja, jetzt natürlich mit... Wir haben einen Königsbanner. Wir haben das Königsbanner. Ja, das ist quasi... Ja, jetzt kannst du nämlich nach dem Verbleib des Jägers fragen oder nach Unterstützung. Ja, nach Verbleib des Jägers natürlich. Hast du wegrennen sehen? Nein, tut mir leid, hier kam niemand vorbei. Vielleicht hat dieser Jäger einen anderen Weg genommen. Wende jetzt das Plättchen des Bauern. Okay, dann ist der Jäger hier. Aber ist es eher beim Hüter des Waldes. Ist vielleicht ist der Hüter des Waldes auch der Jäger. Oder sein Sohn. Oder da ist halt doch beim Wagenrad was wir noch nicht sehen. Und da ist jemand. Ja, das kann natürlich, da kann ja auch jemand sein. Aber es könnte auch hier unten lang gerannt sein. Auf jeden Fall. Aber jetzt ist erstmal Little John dran. Schnell. Das ist aber hier Guy ist so ein bisschen gefährlich. Ich werde da hoch im Vorbeigehen vielleicht ein bisschen kämpfen. Da kannst du ja auch mal eine Wache, kannst du auch mal mit dem Bogen mal besiegen. Dann sehen wir auch mal, wie wir mit dem Bogen umgehen. Das bringt Hoffnung. Schaffst du das vielleicht sogar entspannt gehen und bist noch im Schatten und schaffst das? Das kann man natürlich auch mal testen. Ich glaube nicht. Leider nicht, den muss natürlich berühren. Ich mach das mal so als... Schön weit in den Schatten aber noch. Bleib hier noch im Schatten. Ja.
Man kann diese Holzplättchen auch immer neben der Figur ein bisschen anlegen. Könnte man jetzt hier auch so machen, das reicht also aus. Ja, und jetzt wird die Wache mit Pfeil und Bogen angegriffen, was nichts anderes ist, halt auch ein Überwältigungsversuch. Hier wieder bis zu drei. Erster war nichts, aber das ist ja gut. Eigentlich will man ja zwei Lilane und dann den... Wir haben auch vier Lilane. Der Jäger, der hat uns halt ganz schön was in den Sack gehauen. Aber du hast ja ein Schwert. Ja, aber er hat einen Bogen. Er hat mit dem Bogen. Mir denn auch einen Bogen in die Hand? Naja, aber ich habe drei Lilane wieder rausgeholt. Kein Problem. Weiter geht's. Das waren jetzt aber das alle weiß, über die weiße Scheibe. Und das schaffelt die Scheibe. Ja, macht's. Oh, die erste Lila, ne? Jetzt wieder. Oh, jetzt rennt er zu dir. Jetzt kommt es so, dass erstmal kommen drei lila Cubes in den Beutel. Ja. Reitet der aber, der hat jetzt mich gewittert. Der hat jetzt dich gewittert. Ja, genau. Wir tun den, wie Hunter sagt, einfach immer hier hin und her. Und jetzt ist natürlich auch das Potenzial gegeben, dass er sich gleich nochmal bewegen kann, denn jetzt die zweite Lila. Aber ich glaube, er reicht nicht. Ich glaube, er ist noch so ein bisschen außerhalb der Reichweite. Du kannst dann schnell wegrennen. Ja, deswegen nochmal drei in den. Erstmal drei Cubes. Nein, hör auf, das kann doch nicht sein. Ja. Jetzt geht's ab. Und jetzt reitet er natürlich in deine Richtung. Aber der darf auch nicht durch Bäume reiten. Der darf nicht durch Bäume reiten. Das macht den jetzt natürlich auch so hart am Baum vorbei, wie es nur irgendwie im geht. Im regulären Spiel kann es auch sein, dass man vielleicht auch mal einen Baum fällt oder so und dann ist ein Baumstumpf. Über einen Baumstumpf kann man natürlich hinweggehen. Aber ganz große Objekte und Personen, da darf man natürlich nicht sich hinweg. Und das ist ganz schön gefährlich da. Und da arbeitet man natürlich auch schon, vor allem ist deine Scheibe auch schon weg. Man darf da nicht bescheißen. Ne? Man will keine Umwege reiten. Man muss auch berühren, wenn berühren geht, nicht nochmal wegdrehen. Ah, jetzt komme ich nochmal. Jetzt bist du dran. Kannst du Richtung Hüter des Waldes? Ist dir doch vielleicht ein Pilz auf dem Weg? Jetzt will ich den Hüter des Waldes halt. Ja, aber auf dem Weg ein Pilz, das schaffst du ja nicht. Ja. Da gibt es, im Zweifel gibt es Nahrung und weiße Steine. Genau, wir brauchen weiße Steine. Wir brauchen weiße Steine, das stimmt. Guck mal, das Schöne ist ja, wenn ich nochmal, ach nee, ich komme ja nicht. Also 160. Die 100. Beschattet unter Bäumen findest du einige essbare Pilze. Mm. Sie werden dir munden. Du darfst jetzt einen Würfel in deiner Farbe, du hast Proviant gefunden. Ah, das ist auch ein Gegenstand und den kann man ja essen. Und dann hast du, glaube ich, ja, man kann einen Proviant. Genau. Du könntest es wahrscheinlich jetzt auch gleich essen. Ja, warum nicht? Dann esse ich den gleich und dann mache ich einfach nochmal. Die Pilze werden wahrscheinlich umgedreht oder bleiben die Pilze? Entschuldigung, die werden wendet jetzt natürlich. Okay. Genau, die werden umgedreht. Hat der gleich alle Pilze aufgegessen? Alle nicht. Ja, genau. Habt ihr den weißen Cube reingeschmissen? Weil ich nee. Genau, dann kann ich gleich nochmal, aber ich glaube, jetzt will ich ja zu dir. Legst du quasi gar keinen Cube auf den Proviant, weil du ihn gleich benutzt und reitest oder rennst zum Hüter des Waldes. Warte mal kurz, ich guck mal, ob ich das. Kann ich das schaffen? Ja, guck mal. Guck mal hier. Der gute Robin Hood, das ist so ein Fuchs. Und beim Abräumen der Holzmarker schiebt er ihn auch noch weiter auf das Plättchen. Würde er niemals machen. Ja. Der Hüter hebt gebieterisch die Hand. So nicht. Zurück zu den Pilzen. Er sagt, schweig. Ich weiß, wen du suchst. Aha, den Jäger. Ja. Er war hier. Ein Hühne von einem Ritter. Er kam hier entlang und kann noch nicht weit sein. Wenn du jetzt das Plättchen des Hüters und das Plättchen 75 nicht weit unterhalb im Schatten, dass der Jäger zu sehen ist. Da, alter Falter. Das Problem ist nur, also Jäger ist gut, der ist in Vollrüstung mit Schwert. Hat er auch gesagt. Ja. Ja, Hühne von einem Ritter. Ei. Wir müssen wirklich den Geider wegkiten. Ganz ohne Zweifel. Ja, ich mach das. Ich nehme auch, dann habe ich halt eine Scheibe weniger. Das wird nicht so wild. Dafür kommt ihr an den Jäger ran. Das ist schon besser, als wenn... Aber du hast das Schwert und kannst einen Cube mehr ziehen. Ich vermute, dass wir hier mehr weiße Cubes ziehen müssen. Ich renne hier einmal rum. Lalalala. Wo ist das? Wird immer bei Janosch? Okay. Also ich habe jetzt zwei Züge einfach verbraten. Aber das war gut. Diesen Räuber. Weißt du nicht? Dann laufe ich wieder um den Wald rum, treffe wieder auf den gleichen Räuber. Das könnte hier auch auf jeden Fall passieren. Okay, dann ziehen wir noch. Gibt es noch eine Scheibe überhaupt? Ich befürchte nicht. Es sollte keine Scheibe eigentlich mehr geben. Dann gibt es auch keine. Dann müssen wir jetzt. Also kommen jetzt alle Scheiben. Kommt es drauf an. Ja. Weil, wenn du jetzt zweimal violett ziehst, ist nicht gut. Ja, das solltest du nicht tun. Ein neuer Tag beginnt in Sherwood Forest. Und die Dramatik steigt. Tada! Grau! Sehr gut, da würde ich sagen, ja, du. Ich renn weg.
Ja, schon weil besser, du bist wenn ja, du, wenn du, du jetzt, du rennst halt so weit weg, dass du trotzdem noch näher als Robin Hood bist, damit er dann dich weiterverfolgt. Also ich laufe nur ein Stück und tue einen weißen rein. Ja, würde ich sagen. Lauf einfach, hey, machst du. Ja, aber ein bisschen länger musst du schon laufen. Also genau, musst schon die volle Länge laufen. Na, im besten Fall läufst du so. Ich mach Sport. Weil er kann ja zweimal drankommen. Ja, so wie du eben auch zweimal die Scheibe hintereinander gezogen hast. Ich will ja nur mal ganz kurz gucken. Ja gut, aber es also, gibt noch die weiße Scheibe. Wenn er sich die weiße hier Scheibe muss halt vor... Also er würde dich auf jeden Fall rennen, bei zwei... Nee, ist okay. Nee, mach mal. Ich habe noch nicht reingemacht. Nee. Ja, weiß, ja, ist okay. Hast du noch nicht gemacht, aber du ziehst die nächste. Sonst sieht er mich gar nicht mehr, sonst bin ich am Ende noch weiter weg. Weißt du? Ihr müsst euch ja auch ranwagen können. Naja, ist schon richtig. Zack. Rot, dunkle Ereignisse. Ach ja, da wieder natürlich drei. Geht es nach unten. Jetzt sind wir auf der Null. Gucken wir gleich, was passiert. Jetzt wird das nächste Siegel rausgezogen. Da haben wir nochmal eins. Ah, wir sind okay, schon auf das 0. Ist schon okay. Die 3 und die 5 die drei an den Wachen. Und die 3 ist hier irgendwie. Hier ist die 3. Die 5 ist da in der. Guck mal da. Und dann die 14 und die 16. Die 14 bei den ist hier. Adligen. Da ist ein Adliger wieder, der hat einen Goldsack. Und die 16. Ah, der Adlige rennt weg. Der hat übrigens hier die Mütze, ne? Passend zu dem Käppi. Ja. Und, weil jetzt verlieren wir... Dann würde geguckt, wird jemand gefangen genommen? Lass uns das nochmal überprüfen. Helle Lichtung, keiner steht von uns drin. Hier ist ja eine Wache, hier ist nicht der Fall, hier ist keiner. Dann kommen alle Marker, Sanduhren drauf, jetzt ein. Und noch einen zusätzlichen, weil wir auf der Null sind. Jetzt haben wir nur noch vier. Wir haben nur noch vier Marker. Und wenn wir das nicht ändern, verlieren wir halt zwei pro... Okay, ja. Aber wir sind ja der Sache auf der Spur. Auf jeden Fall. Ich schaffe es nicht so ohne. So, dann. Ich bin der Jäger ja die Krone. Ja, das wäre natürlich gut. Ah, grün. Ich bin dran. Ja, gut, aber das heißt aber blöd. Versuchst du zu kämpfen? Geh da rein und kämpfe. Probier zu kämpfen. Aber dann kommt der Geil zu mir. Na, guck mal, ich habe ja. Wir haben ja auch noch einen Goldsack. Da ist ja ein beliebiger Spieler auch nochmal dran. Ach, du willst den Goldsack einsetzen? Dann könntest du nochmal dran kommen. Dann gehst du hin, kämpfst und rennst wieder weg. Ja. Oder kämpfst zweimal. Oder du kämpfst zweimal. Der berührt dich ja nur einmal. Der wird dich ja nicht. Ja, er wird mich nur. Ja, gut. Ja. Also bin schaffst du das überhaupt da hinzukommen? Schon mit einem? Halt, ich glaube, das schaffe ich halt nicht mal. Oder? Doch, schaffe ich. Nee. Oder? Nee, schaffe ich nicht mit einem. Ja, dann. Ja, aber dann machen wir als zweites: es gibt einen weißen Cube und du kämpfst und du bleibst da stehen. Und aber du wenn nimmst wir den Zorn. Wenn wir zuerst den Violetten ziehen, na, dann das machen wir nicht. Ja, aber das machen wir Robin. Nicht. Robin! Guck mal, wir können ja erstmal noch weiß, kann man ja noch ziehen. Okay, aber das heißt, aber jetzt würdest du es ausgeben, dass ich jetzt erstmal gleich nochmal drankomme. Dann könnte ich ja vor allem noch einen weißen mir besorgen. Das hätte den Vorteil. Ja, so machen wir das. Ja, also das heißt, dann machen wir das. Kommt ein weißer Säckchen, rein. Eine Erholung. Du nimmst das hier. Pause, ja. So, das Säckchen wird aktiviert. Genau, ein beliebiger Spieler. Dann gibt es eben nochmal einen weißen, weil ich ja nochmal mit denen. Das ist natürlich schon. Zwei. Das ist schon ja, gut. Doch, das tut ja. Das hast du zwei Ausführungen. Du, erstmal, vielleicht wird ja auch ganz normal geredet mit denen. Wahrscheinlich. Das genau. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Wahrscheinlich. Ja. Die aber 75. Jetzt, das klärt sich alles. Der Jäger verengt die Augen. Oh, verschwinde, elender Dieb. Oh, Mist. Du fragst nach dem Kleinod des Prinzen, doch der Mann lacht nur. Ja, siehst du das? Ja, ein typisches Hunterlachen gibt's hier. Ja, natürlich. Ja. Muss man lachen. Dann zieht er die blanke Klinge. Oh. Ich bin der Jäger. Sieh zu, dass du nicht zu meiner Beute wirst. Oh, ich hatte echt gehofft, dass... Du kannst jetzt versuchen, den Jäger zu überwältigen, um herauszufinden, was es mit dem Kleinod auf sich hat. Dazu musst du in einem Zug zwei weiße Würfel aus dem Beutel ziehen. Nichts leichter als das. Sollte es nicht klappen, kannst du oder ein anderer Spieler es später erneut versuchen. Belohnung. Das ist nicht. Machen wir das dann, wenn er überwältigt. Aber wir haben also wirklich alles richtig gemacht. Wir haben jetzt viele Weiße gesammelt. Ja. Also wenn, dann kann ich es schaffen jetzt. Du kannst es jetzt schaffen. Ich habe halt leider nur kein Schwert. Ja. Das ist aber der Nachteil. Ja. Ich sehe ein Doppelschwert. Achtung. Ja. Das ist schon mal ein Weißer. Robin Hood. Komm. Weiß. Robin. Genau. Robin. Wir glauben an dich. Der Wald auch. Alle. Die Markt. Oh. Ja, ist okay, das ist okay. Er will Best-Case-Szenario. Jetzt noch einen Weißen. Spüre den Weißen. Ja, kann man den fühlen? Ich würde ihn gerne fühlen. Farben fühlen, ja klar. Ah, ja, ich Farben denke, fühlen. Wir müssen alle an ich Weiß Ich habe jetzt zwei in der Hand. Welchen soll ich nehmen? Den linken oder den rechten? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Links.
Ja! Jetzt hätte ich wissen müssen, was der Rechte gewesen wäre. Egal, es wir haben so ein Held. Unfassbar. Warte. Also, wir haben es geschafft, wir haben ihn überwältigt. Immer nicht. Wurde er überwältigt, darfst du den Kasten hier auf der Seite weiterlesen. Dein Gegner taumelt und lässt sich auf ein Knie nieder. Er nimmt den Helm ab und ein weißer Haarschopf kommt zum Vorschein. Mhm. Ihr kämpft nicht wie ein einfacher Strauchdieb. So sind die Gerüchte über die ehrenhaften Geächteten des Sherwood Forest also wahr. Vielleicht sollte ich euch die Jagd nach dem Kleinod überlassen. Ich erzähle euch, was ich über das Kleinod weiß. Du hilfst dem Ritter auf. Er hat es nicht dabei. Nimm jetzt, leider nicht. Nimm jetzt das Plättchen des Jägers 75 aus dem Spielplan und lege es vor dir ab. Hinweis, du kannst das Plättchen einem anderen Spieler übergeben, wenn sich eure Standfiguren berühren. Ach, der ist jetzt mein Buddy. Das ist jetzt dein Buddy. Begleiter, der ist jetzt wow. bei dir. Der hey. Finde ich beeindruckt. Mein Name ist Malcolm of Hurstford. Ich gehöre zur Leibgarde der Königin Mutter Eleanor von Aquitanien. Sie gab mir den geheimen Auftrag, ihren jüngsten Sohn Prinz John im Auge zu behalten. Ich erfuhr, dass er, ehe er hierher aufbrach, etwas aus dem Tower of London mitnahm. Schmuck, fragst du? Nein, es waren Pergamente, Schriften und Zeichnungen. Seither suche ich danach. Ich weiß, sie gingen hier verloren und nun suchen auch die bitteren Diener des Prinzen danach. Vielleicht wisst ihr, wo dieses Pergament sein könnte. Wir haben doch schon eins gefunden, aber letzte da Aufgabe. Aber vielleicht. Der Spieler, der den Jäger bei sich hat, muss auch den Gegenstand Pergament besitzen. Das war kein Nutzen. Und wer besitzt das Pergament? Robin Hood besitzt das Pergament. Alles ich, ja. Sobald das der Fall ist, lest bei Questzahl 131 cool. vor. Mein Gott. Du, was? Pergamente habe ich hier? Hier sowas Gekritzeltes. Ja, das ist ja wirklich. Das war ein scheinbares Dead End. Das ist ja wirklich. Wollte mir noch die Nase damit schneiden. Sir Malcolm of Hurstford traut seinen Augen kaum, als ihm der Geächtete die Pergamente zeigt. Es waren tatsächlich einige religiöse Aufzeichnungen, einige Psalme und Berechnungen darunter. Und dann war da auch noch diese Zeichnung, die Zeichnung einer Krone. Ah. Das ist eine Abbildung der Krone, rief Sir Malcolm. Die Krone. Es muss diese Zeichnung gewesen sein, die der Prinz aus dem Tower of London mitnahm. Dö, dö, dö. Ihr habt gewonnen! Das ist ja wirklich fantastisch. Also mit einem hervorragenden Kampf. Hinter der Kamera applaudiert. Ja. Guck mal, jetzt das müssen wir auch noch nachspielen. Nämlich, wo du stehst ja hier. Bald darauf trafen sich die Geächteten im Wald und umringten Sir Malcolm. Malcolm haben wir auch hier noch. Das ist ja unser. Gib ihn uns hier. Ja, wir machen hier noch eine kleine Waldparty. Jeder bringt noch mal einen Pilz mit. Umringten ihn. Jeder Spieler versetzt seine Standfigur auf Plättchen 61, ganz oben links im Wald. Die 61 okay. ganz um hier. Hier machen wir Party. Do it. Ja. Zack. Die Königskrone, wiederholte Sir Malcolm noch einmal. König Richard nahm sie nicht mit auf den Kreuzzug. Sie blieb zur Sicherheit in London. Robin besah sich die Zeichnung. Aber wozu benötigt der Prinz eine detaillierte Zeichnung der Krone von England? Und warum ist ihm diese Zeichnung so wichtig? Was hat er vor? Und das ist vielleicht auch ein Hint an euch da draußen. Ja. Und dann natürlich jetzt noch ein schöner Epilog. Ende. Vielen Dank, liebes Hunter- und Kronteam, für die tolle und Spielszene prägende Arbeit in den letzten 7 Jahren und viel Erfolg für die Zukunft. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und man muss wirklich sagen, grandios haben wir das zu Ende gespielt. Mut siegt. Ja? Wir sind da einfach hin. Ja, oder Will regelt. Es war wirklich Timing, ja. Robin hatte schon das Es war ein epischer Beutelzug. Dann, es war auch vom Umfang jetzt, ich meine, wir haben hier viel gequatscht und so, vom Umfang war das jetzt auch einfach, um euch das ein bisschen zu zeigen, ja. Nicht ganz die Länge von einem Abenteuer, wie es in einem vollständigen Spiel haben wird. Also das allererste Abenteuer im fertigen Robin Hood Spiel ist auch eher so ein Tutorial und wird euch ein bisschen, also man lernt überhaupt in den ersten, man kommt immer wieder ein bisschen was dazu. Ich sage jetzt nicht mehr dazu, aber das allererste Szenario ist schon so, auch sehr kurz und da lernt man dann tatsächlich eher wirklich so die Grundlegend, wie man sich halt bewegt, wie das Ganze mit dem Entdecken abläuft und dann, werden da immer weitere Dinge entdeckt. Ob wir die Krone dann da eines Tages wiedersehen oder so. Aber wir hätten jetzt auch nicht mehr ewig Zeit gehabt. Nee, ich habe mir noch kurz Sorgen gemacht, dass wir jetzt noch
irgendwie in den Burghof eindringen müssen. Du hast es ja Tor gar nicht offen ist und dann um Gottes Willen. Eben schon angesprochen, gerade am Anfang, man kann wahrscheinlich so sagen, so bis Kapitel 3 werden immer wieder weitere Regelsachen eingeführt. Eine Sache auch ganz besonders, es wird auch Spezialfähigkeiten geben, die haben wir jetzt hier natürlich auch nicht gezeigt, welche das genau sind, wollen wir ja auch gar nicht ganz spoilern, klar. Aber da gibt es sozusagen auch noch ein nächstes Level, das es auch noch wichtig ist, genau. Außerdem kann man das Ganze in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Also es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das dann über... Man kann das anpassen. Genau, man kann mehr Dinge. Lila Würfel zum Beispiel reinmachen, man kann sich weniger von diesen Zeitmarkern geben und oder auch noch so ein Mechanismus, dass man noch mit einem extra Marker einen Siegelplatz sozusagen markieren kann und dass dann auch noch mal ein Siegel öfter wieder in den Beutel zurückkommt und dann natürlich ploppen hier mehr Wachen und Sachen auf. Also, sozusagen auf der Homepage des Spiels, die blenden wir natürlich unten oder seht ihr unten in der Beschreibung, könnt ihr auch nochmal draufklicken, da gibt es tatsächlich dann auch schon Online-Expertenregeln, die gar nicht im Spiel enthalten sind, wo ihr sozusagen dann noch mehr Herausforderungen rauskitzeln könnt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, eine persönliche Entscheidung, will man sozusagen es lieber eher schaffen. Dogfighten mich. Ja, will man es lieber eher schaffen und schnell durch die Geschichte durchgehen, aber da ist man natürlich auch relativ schnell durch. Oder will man wirklich herausgefordert werden und die Szenarien auch eben erstmal nicht schaffen, wiederholen müssen, da ein bisschen mehr kämpfen müssen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie man es gerne möchte. Ja, ich muss sagen, grandios hier unsere Szenario. Damit ist das Video aber noch nicht vorbei, denn wir sprechen jetzt auch gleich nochmal mit Michael über dieses Spiel. Und ich bin schon sehr gespannt, was er uns da erzählt. Ich finde es auch echt sehr spannendes Ding. Also mit Andor, das war ja wirklich eines der ersten Dinge, wo Captain Raspberry, wo ich da so richtig mit ihm da eingestiegen bin und haben da uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Und ich finde es ist wirklich in ganz vielen Dingen ganz neu, aber es hat auch, das meine ich absolut positiv, so diesen gewisse Dinge von Andor mitgenommen, so diese Entdeckungsflair und solche Sachen, dieses Lernen, während man es spielt, was Tutorial ist super betonen gemacht. Ist. Man holt diese Box raus, fängt an und man fängt einfach halt an zu spielen, so ein bisschen, was ich auch irritiert bin, dass es außer Andor und Robin Hood bis heute noch so wenig Spiele machen. Weil es kommt halt langsam so ein bisschen, aber er hat es wirklich, salonfähig gemacht und zum ersten Mal so richtig gut umgesetzt. Es gibt jetzt ein paar mehr Spiele, finde ich, die das so ein bisschen versuchen, aber hier ist es immer noch, gerade für die Familienspieler, einfach perfekt umgesetzt. Ja? Genau. Ja, jetzt in dem Sinne, Michael. Genau, rufen wir jetzt kurz bei Michael an und dann sprechen wir gleich mal mit ihm. Ja, und da ist er, der Autor des Spiels, Michael Menzel. Wir können ihn auf den Kopf krabbeln hier so ein bisschen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Werk. Vielleicht gleich mal... Und vielen Dank fürs Schreiben natürlich von einem eigenen Abenteuer. Ah ja, der Jäger und die Krone. Sehr gut. Aktuell nur 2 Exemplare hier in diesem cool gedruckten Hardcover-Buch. Ja, schon echt toll. Jetzt schon eine Rarität. Jetzt schreiten sie schon Hand und Hund, ob er das mit nach Hause nehmen darf. Alex nimmt es mit einfach so. Ja, genau. Und ich muss ja erstmal sagen, also ich meine, eigentlich ist, du hast ja schon längere Zeit so gesagt, von Andor kommt nichts mehr Großes. Da wusstest du doch schon längst, dass du daran sitzt. Oder wie war das? Ja, das ist so. Ich wollte halt an dem Spiel ganz in Ruhe arbeiten, ganz ohne Stress, ohne irgendwelche Ankündigungen. Weil ich glaube, wenn du Sachen irgendwie schon festmachst oder ankündigst, dann bist du nicht mehr so objektiv mit deinen eigenen Ideen. Also dann versuchst du auch gute Lösungen zu finden. Aber wenn du dann eine hast, dann bist du auch okay damit. Und bei Robin Hood war es halt so, ich wusste ganz genau, wo ich mit dem Spiel hin will. Und als ich dann Lösungen zum Beispiel für das Überwältigen gefunden habe, habe ich gedacht, das ist gut, das funktioniert, aber geht es nicht auch anders? So. Und dann habe ich was ganz anderes ausprobiert. Und ich glaube, das machst du halt nicht, wenn du irgendwie schon einen Termin hast oder was angekündigt hast. Ja. Aber du hast vor ein paar Jahren da schon heimlich in deinem Spielekämmerchen angefangen und hast da schon... Ja, verstehe. Und wie früh war Robin Hood klar? Also hast du da erstmal an dem System oder wusstest du dann auch schon, alles klar, Sherwood Forest, da will ich hin? Also Robin Hood war eigentlich von Anfang an ziemlich klar, weil ich halt gerne ein Familienspiel machen wollte. Und es musste halt was sein, was auch die Kids irgendwie gut finden können. Also so mit Kämpfen und Anstreichen und Schatten und solche Sachen. Aber gleichzeitig muss es halt so sein, also Robin Hood hat halt den großen Vorteil, er
er macht die Sachen so aus den richtigen Gründen, sage ich mal. Also er kennt es ja auch und er überwältigt und er spielt. Aber weil er halt selbst so neutral ist und es den Armen gibt, funktioniert es bei ihm. Er ist so ein Prototyp für einen Helden. Und deswegen, das war eigentlich von Anfang an klar. Allerdings habe ich zwischendurch das Thema auch geändert. Weil das bin ich ja als Illustrator gewohnt, dass man auch mal verschiedene Entwürfe machen soll. Und habe das Ganze mal nach Florenz gepackt. Da gab es auch mal was in den Inseln. Letztlich bin ich dann. Da habe ich schon jetzt geheime Infos über den. Das wird der nächste Nachfolger. Sehr gut. Aber zum Thema würde ich gerne dich auch noch was fragen, weil ich meine, Robin Hood, ich finde es sehr. Auch in den Texten ist ja wirklich viel so auch Hintergrund. Ne? Wir hatten jetzt hier bei Jäger und der Krone auch die Mutter des Königs und so, ja, in Frankreich. Also du hast ja wirklich auch, bist ja nah dran an der Geschichte. Allerdings ist ja Robin Hood keine historische Figur. An was orientierst du dich denn da? Gibt es die offizielle Robin Hood-Geschichte irgendwie, die du da benutzt? Nee, eigentlich nicht. Aber es gibt so, also es gibt halt schon ein paar historische Fakten. Also König Richard war halt mal eine Zeit lang nicht in England und kam dann auch aus irgendwelchen Gründen erstmal nicht wieder. Und in der Zwischenzeit waren halt auch andere Mächte am Werk, die gesagt haben, okay, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Putsch sozusagen. Und also das gab es halt alles schon. Und ich mache das eigentlich wie viele Romanautoren, die dann in diese historischen Begebenheiten ihre Geschichte einflechten. Also hast du dir auch ein bisschen was ausgedacht quasi, aber ist ja auch gut. Ganz genau, das ist also die, so wie wir das da erleben, das gab es so noch nicht, aber es passt halt oder es beißt sich nicht mit dem, was es tatsächlich gegeben hat zu der Zeit. Ja cool, also ich finde, da hast du sehr, weil das finde ich, das liest sich alles sehr stimmig, man denkt so, ah ja, so ist es. Ja, so. Also wirklich, das ist echt toll. Schön, sehr schön. Ja. Und vielleicht, wie sieht es jetzt aus? Also wir haben ja schon erwähnt, diese Homepage gibt es jetzt. Mhm. Ist da jetzt noch mehr geplant, was da so passieren soll in der Zukunft? Oder kannst du darüber noch gar nichts sagen im Moment? Also wir fangen halt erstmal mit der Homepage an. Das ist halt ganz gut, die zum Start direkt des Spiels zu etablieren und dass sie auch direkt im Abenteuerbuch und in der Anleitung drinsteht. Dass die Leute es halt sofort sehen können und schauen können, was es da gibt. Und also was jetzt zum Anfang auf jeden Fall geplant ist, dass wir es gibt eine Variante für sehr erfahrene Spieler, sage ich mal, die es ein bisschen knackiger mögen. Dann wird es halt einfach schwerer, das Spiel. Mitte März kommt eine Solo-Variante, weil das Spiel, also man kann es theoretisch auch alleine spielen, aber ich finde, das ist ein Spiel, was man schon zusammen erleben sollte. Und diese Solo-Variante, die ist eigentlich ein bisschen wie ein anderes Spiel. Also sie ist weniger storylastig und die kann man halt gut spielen, wenn man halt gerade keine Mitspieler zur Verfügung hat. Und dann wird man halt vor Aufgaben gestellt und muss die halt irgendwie wie ein Rätsel lösen. Also diese Solo-Version spoilert halt nichts von der Geschichte, die man im Buch erlebt. Und dann wird es halt noch Ende März ein erstes Bonus-Abenteuer geben. Also sozusagen ein 10. Abenteuer. Sehr schön, sehr schön. Und ich meine, das würde ich mich ja auch noch interessieren hier. Bist du doch ein heimlicher Tabletop-Spieler oder hast du es dir abgeguckt? Ich glaube auch die X-Wing-Sammlung. Auf einem anderen Tisch aufgebaut. Aber über die im besten Sinne des Wortes abgeguckt natürlich. Ne? Die guten Ideen weitergesponnen. Also ich glaube ja, mein Andor in Space-Tipp ist immer noch heiß. Ist immer heiß. Ja. Na, da würden dann beide Welten aufeinander prallen. Ja, wirklich. Also ganz, ganz spannender Titel, den du da gemacht hast. Mich juckt es ja jetzt schon wieder zu fragen, in welche Richtung denn dann die Erweiterungstableaus angelegt werden. Genau, aber jetzt lassen wir den Titel erstmal rauskommen und die Leute den Titel entdecken. Aber siehst du, man könnte da die Zeichnung ja schon erweitern in noch ein paar Richtungen. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, hier ja, oben vom Rückturm, da ist ein bisschen was hier unten. Wo läuft das Wasser lang? Und wer hat übrigens das Boot geklaut in unserem Szenario? Das ist eigentlich das ist die richtig wichtige Frage. No spoilers, please. Ja, also genau, da ist, glaube ich, sicherlich, da hast du dir sicher noch mehr ausgedacht, als du jetzt verraten willst, oder? Ist denn offizieller Erscheinungstermin? Ist jetzt im März. 8. März. Wenn ihr das Video seht, ist es quasi Wochenende hoffentlich und dann der nächsten Woche müsste es dann schon fast raus sein. Ob es dann sofort verfügbar ist, werdet ihr natürlich bei eurem Händler gucken müssen. Aber es geht jetzt los mit Robin Hood.
Das heißt also im Prinzip, du bist auch jetzt ganz gespannt und wartest auf das erste Feedback wirklich der spielenden Gemeinde. Ich weiß, einige Blogger-Kollegen konnten jetzt auch schon spielen. Wir haben es natürlich schon in Vorbereitung hier auf dieses Video schon gespielt. Und wie ist so das Feedback bislang? Kannst du dazu was sagen? Also was ich so bisher gesehen habe, also ich bin nicht so super informiert. Viele Blogger ist so viel und so. Er hat keine Zeit. Sind wir mal gespannt. Also ich bin sehr gespannt, wie es, ich bin vor allem gespannt, ich habe ja in irgendeinem Video mal gesagt, ja, habe ich mich hinreißen lassen zu der Falschaussage, Andor sei tot, ja, wo ich ja gar nicht damit meinte, dass es sozusagen passé ist, sondern dass einfach nichts mehr kommt. Aber da wurde ich ja gleich von der Community zurück zurechtgewiesen. Ja. Nein, da gibt es ja noch Fanlegenden und da passieren ja noch ganz viele Sachen und so. Es bezog sich immer auf, genau, dass Michael, das war ja, dass Michael uns das selbst mal gesagt hat, ja, diese große Trilogie und dann hier, dann war ja, es wird aufgezogen. Es wird irgendwas Neues, würde kommen. Das war eigentlich die ganze Zeit klar. Es war nur die Frage, was? Jetzt wissen wir es alle. Es sind die Abenteuer von Robin Hood. Ja. Sehr cool. Ja, und jetzt hast du ja wieder Zeit für Andor. Hast du überhaupt noch Zeit? Also wie ist jetzt? Kommst du überhaupt dazu, jetzt gerade aktuell noch Sachen zu illustrieren für andere Titel? Oder ist es jetzt schon wieder 100% Robin Hood? Was? Also jetzt geht es schon wieder, aber ich sag mal, so das letzte Jahr war wirklich, wirklich sehr, sehr wenig, was ich illustriert habe. Da ist kaum was gekommen, also weil es halt einfach so viel Raum eingenommen hat. Ja, glaube ich. Auch kein kleiner Spielplan. Ja, also ich kann einfach nur sagen, super, dass du da wieder das Nächste gemacht hast, weil ich finde, egal was man dann von dem Spiel hält, was man auf jeden Fall sagen kann, du begibst dich hier wieder auf neue, originelle Wege. Mhm. Ja, das ist absolut unverbraucht, was hier jetzt passiert. Und das finde ich wirklich großartig, ja, weil es gibt selten. Ja, und es glaube ich, wird sehr viele Andor-Fans, hat ja auch Grund schon gesagt, sehr abholen, weil es einfach auch, viele Dinge einfach dann doch einen dran erinnert und es ist aber trotzdem auch wieder ganz anders. Also genau, das wäre vielleicht so die letzte Frage. Ich meine, wie viel Andor hattest du so im Hinterkopf, als du damit hier entwickelt hast? Sollte es auch für dich so einen geistigen Nachfolger sein? Also eine Weiterentwicklung natürlich, ein anderes Spiel, aber oder hast du eigentlich gesagt, ist es jetzt eher Zufall, dass es jetzt noch ein bisschen in diese Richtung auch gegangen ist? Nee, eigentlich gar nicht. Also das ist eigentlich mehr so der persönliche Geschmack, würde ich sagen. Also ich mag halt so gerne, ich mag gerne Abenteuer und Star Wars und Herr der Ringe und so. Und ich finde es halt immer schade, dass wenn du 7, 8, 9 bist irgendwie, dann hört es irgendwie da auf. Also dann musst du PS4 spielen, weil dieses Abenteuer wird nicht mehr irgendwie geliefert. Also ich weiß, als damals Ton und Taxis das Spiel des Jahres wurde, da habe ich dann auch, ne, ich fand das Spiel ganz großartig und bin dann zu meinem Sohn, ne, jetzt und Kutschen irgendwie in Süddeutschland, fand der halt doof. Ne? Der wollte dann zu der Zeit lieber was mit Abenteuer und so spielen. Und das finde ich ist einfach so selten. Also wir als Erwachsene, ja, es gibt jede Menge Abenteuerspiele, die wir spielen können. Deswegen jedes Mal, wenn ich bei einer Rezension oder beim Kommentar jetzt lese, irgendwie, dass das jemand mit seinen Kindern ausprobieren will, denke ich, ja, das wird was. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, weil sie können genau das machen, eben ein bisschen sich verstecken und kämpfen und so, ohne dass es irgendwann brutal oder böse wird. Also ich kenne nicht so viele Spiele, die das machen. Ich bin da auch sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben einen ähnlichen Geschmack. Deswegen kann ich nur wiederholen. Ja, denk doch nochmal, so, ja, ein Weltraumspiel eines Tages. Das kriegen wir noch hin, Michael. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, sonst ruf an. Wir genau. Schreiben da auch Storys. Also wir, es ist jetzt schon geworden. Verdammt. Ja. Wir machen mit. Ja, dann würde ich sagen, cool, dass du dich hier noch so dazugeschaltet hast. Vielen Dank nochmal für diesen tollen Fall. Ja, für das neue Spiel. Und dann sind wir ganz gespannt, was die Community zum Spiel sagt. Ich denke, es wird auf jeden Fall auch nochmal eine Rezension geben zu dem Spiel, aber hier auf dem Kanal, wir werden jetzt noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Dann dürft ihr es erstmal selber ausprobieren. Und ja, hoffentlich sieht man sich mal wieder in echt. Das wäre vielleicht mein letzter Wunsch, das müssen wir jetzt einfach abwarten. Solange haben wir auf jeden Fall ein schönes Spiel von dir. Das ist schon mal toll.
Und dann? Ja. Lange ist her, dass wir Andor gespielt haben zusammen. Ja. Ja. Einige Jahre. Wird auch wieder Zeit für eine Berlin kommen. Ja, also, ja, wird es auch. Wird es auch. Auf jeden Fall, wir drücken weiter die Daumen. Und wir haben es noch nicht aufgegeben für dieses Jahr, so viel kann ich spoilern. Ja, sehr und wir werden euch da auf dem Laufenden halten, sobald wir was sagen können. Genau, in dem Sinne, sagen wir tschüss. Bis ganz bald, genau. Ja. Ich wünsche ganz viel Erfolg und Spaß mit diesem Projekt und mit allen weiteren. Bis dann. Danke euch fürs Spielen, fürs Verkleiden. Ihr seht super aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.